So, herzlich willkommen zum Überblick. Hallo und herzlich willkommen. Du bist etwas leise, mein Lieber. Dann musst du mich lauter schalten, weil ich kann das nämlich hier leider nicht machen. So, jetzt bist du auch ein bisschen lauter, mein Lieber. Fantastisch. Hier gibt es halt nun mal keine richtige Regie wie bei der Tagesschau, aber wir sind besser als die Tagesschau und das beweisen wir ja. Immer wieder aufs Neue im <laughs> Überblick. So, deswegen auch ohne Umschweife würde ich sagen, gehen wir rein. Wir sprechen zuerst tatsächlich nicht darüber, sondern hierüber. Wir sprechen über die ähm, Zusatzzölle auf E-Autos aus China, die jetzt beschlossen wurden. Ich lasse mal das Video laufen. Einfach mal rein, was da so passiert. Zur richtigen Tagesschau die eu kommission kann künftig zusatzzölle auf elektroautos aus china erheben trotz widerstands aus deutschland. das ergab heute eine abstimmung unter den eu mitgliedstaaten. verhandlungen mit china könnten die zölle aber noch abwenden. die eu wirft peking vor eigene hersteller massiv zu subventionieren zu lasten der europäischen autobauer. deutsche branchenverbände warnen vor negativen folgen zusätzlicher zölle. Sie heißen BYD, Nio oder MG. Die E-Autos aus China sind schick, innovativ und vor allem billig. Immer mehr Menschen in Europa entscheiden sich für ein Elektroauto einer chinesischen Marke. Der Marktanteil an chinesischen E-Autos in der EU stieg innerhalb von vier Jahren von 1,9 auf 14,1 Prozent. Hauptgrund für den Erfolg: China subventioniert seine Autoindustrie stark. Dadurch werden die chinesischen E-Autos in Europa rund 20 Prozent billiger als europäische Modelle. Unfair, sagt die EU und will künftig Ausgleichszölle verhängen, um E-Autos aus China teurer zu machen. Wir verhängen keine Importzölle, nur um Zölle zu verhängen. Was wir wollen, ist, die Effekte der schädlichen Subventionierung zu beseitigen. 10% Importzoll gibt es schon. Nun sollen je nach Hersteller bis zu 35% Ausgleichszoll nochmal obendrauf. Darauf einigten sich heute die EU-Staaten. Deutschland stimmte dagegen. Andere Staaten sind nicht so stark betroffen von diesen Zöllen, wie es die Bundesrepublik Deutschland wäre. Und deswegen müssen wir die Interessen unseres Landes wahren. Das hat der Bundeskanzler getan, indem er klar mit Nein votiert hat. Keine Zölle. Das hatten auch die deutschen Autobauer gefordert. Wir verkaufen in der Summe hundertmal mehr Autos in China als umgekehrt China in Deutschland. Ich glaube, dass wir ein Handelsthema mit China haben, was es kritisch zu diskutieren gibt. Ich glaube aber, dass die Zölle nicht geeignet sind, um das Problem zu lösen. Die Befürchtung von Bundesregierung und deutschen Autobauern, ein Handelskrieg. China könnte Vergeltung üben und seinerseits Importzölle auf europäische Autos verhängen. Für deutsche Hersteller wäre das ein Problem. Volkswagen zum Beispiel erzielt mehr als ein Drittel des Absatzes in China. Aktuell verhandelt die EU weiter mit Peking. In den nächsten Wochen könnte man sich noch einigen. Ansonsten sollen die Zölle Ende Oktober in Kraft treten. Hier in Brüssel sind sich allerdings viele Experten. Ja, so viel dazu. Ähm, bevor wir irgendwas dazu sagen, mein Lieber, ich fand noch den ersten Kommentar. <laughs> hat eigentlich schon alles perfekt zusammengefasst. Hier. Äh, wo ist er? Da. Jetzt kann ich mir kein chinesisches und kein deutsches Auto leisten. Super. <lacht> <lacht> yeah. Mir fällt nur gerade auch auf, weil ich noch das Video weitergeguckt geguckt hatte, dass ich, glaube ich, so zehn Sekunden lag, zumindest wenn ich den in den Stream reinschaue, um die Videos mitzusehen. Okay, gut. Ich zu hoffe, wissen. dass ich jetzt aber nicht irgendwie nachhänge, dass meine Antworten immer etwas zu spät kommen. Nö, also bei mir ist alles ganz normal. Okay, super. Ja, aber das ist ja auch tatsächlich die große Kritik, die jetzt immer an eben diesen, an dieser Zollpolitik formuliert wurde. Dass eben gesagt wird, okay, wenn wir eigentlich die Energiewende durchziehen wollen, gerade auch im Individualverkehr, dann benötigt man eigentlich die Produktion vom chinesischen Markt aus, um bezahlbare E-Autos hier vor Ort zu haben. Ja, ich fand, ähm, fand den Bericht tatsächlich ganz ganz interessant und ausgewogen, speziell mit diesem, mit diesem Hinweis dann halt auf, ähm, auf diesen möglichen Handelskrieg. Also generell ist es ja, das haben wir auch schon häufiger mal besprochen, einfach diese, diese Dynamik, dass wir halt nicht mehr einfach diesen, diese Entwicklung von, okay, ähm, es gibt einfach diese Globalisierung, alles wächst so ähm, zueinander. Ähm, ist es einfach alles ganz entspannt wir können alle miteinander so ein bisschen äh, Handel treiben und natürlich äh, keine Ahnung die Chinesen achten halt nicht aufs Patent und da und da macht man mal ähm, schreitet man mal ein als als Konkurrent aber trotzdem ist alles in einem gewissen Rahmen das wird ja immer immer weiter aufgebrochen durch diese ja jetzt stärker gegeneinander geratenen ähm, Blöcke und das sieht man jetzt auch in dem Fall dass dann ja, dieses schöne Spiel von ja, der, der, der am innovativsten, der am günstigsten die Sachen anbietet, setzt sich auf dem freien Markt durch. Das läuft jetzt halt nicht mehr so. Ja, dafür plädiert man zumindest so lange, bis der Konkurrent zu stark geworden ist. Das ist ja gerade auch den Wandel, den man eigentlich im Umgang mit China von den USA und auch von Europa gesehen hat. Hört man mich immer noch doppelt? Nein, nein, das war, das war hier wegen, wegen Einstellung hier. Alles gut. Ah, okay. Ich habe jetzt nämlich noch die Kopfhörer <laughs> reingemacht. Ja. Seitdem du die Kopfhörer drin hast, hattest du so einen leichte, leichten Voll, Vollzug von, von deiner Stimme. Aber ich weiß nicht, ob das. Ich habe das nämlich. Ich habe das nämlich auch gehört, dass ich das anders... Warte mal, ich probiere es mal jetzt nochmal. Ich glaube, es ist so besser. Das lag hier in den Einstellungen, die ich, ich hier gleich. kurz Es ist, ist so besser? Ja, ja. Okay. Ja. Falls nochmal irgendwie Probleme sind, schreibt bitte rein. <laughs> ja, möchtest du noch was dazu verlieren zu der Nachricht? Sonst halt nur ganz schnell als... als nee. ähm, das war im Endeffekt auch das, was ich mir äh, dazu gedacht hatte, dass das noch mal aus so einer ja, energiepolitischen Perspektive und umweltpolitischen Perspektive halt natürlich interessant ist und das auch eigentlich eine naheliegende Kritik ist, die dann daran formuliert wird. Was man sich vielleicht noch mal in Zukunft anschauen könnte, und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal an einem anderen Punkt verloren, das fände ich sowieso auch mal interessant, sich auch die ganze Frage zu stellen, wie eigentlich so die gewerkschaftliche Perspektive auf die Automobilindustrie hier in Deutschland ist und da dann gerade noch mal mit der Umweltfrage, weil im Endeffekt ja gerade auch diese ja, Zollpolitik jetzt gegenüber chinesischen E-Autos im Endeffekt zur Erhaltung ihrer Arbeitsplätze ja auch in ihrem Interesse ist. Mhm. Ich finde generell das Thema ähm, so, so Soft Power. Als, ähm, und diese ganzen Auseinandersetzungen auch nochmal interessant mit Sanktionen und Zöllen und so weiter. Vielleicht ist das nochmal ein Thema, worüber wir intensiver nochmal in irgendeiner eigenen Podcast-Folge vielleicht mal sprechen können, weil das halt etwas ist, was, glaube ich, auch von linker Seite her eher weniger beleuchtet wird, aber was ähm, ja doch erhebliche Folgen hat und doch, denke ich, auch sehr spannend ist, da mal eine eigene Perspektive darauf zu entwickeln. Absolut ähnlich ist ja auch mit der ganzen Sanktionsfrage. Genau, ja, ja. die ja gerade mit dem Russland-Ukraine-Krieg nochmal so in den Vordergrund gerückt ist. Mhm. Gut, aber dann würde ich sagen, ähm, gehen wir weiter äh, zu der, der aktuellen Situation im Krieg Israel gegen die Hisbollah und auch ein bisschen, ähm, wollen wir natürlich über den 7. Oktober heute sprechen. Ich denke mal, wir gucken, wir gucken zuerst mal rein in ähm, das Video, ähm, ganz kurzes mit offenen Karten, was da so gesagt wird. Herzlich willkommen. Bis zu 200 Raketen wurden am Dienstagabend vom Iran aus auf Israel abgefeuert, und seitdem hat es zahlreiche Stellungnahmen gegeben. Der Flottilienadmiral und Sprecher der israelischen Armee Hagari erklärte, dieser Angriff wird Konsequenzen haben. Wir haben Pläne und werden an dem von uns festgelegten Ort und Zeitpunkt handeln. Aber auch die USA werden in den kommenden Stunden eine Schlüsselrolle spielen. Matthew Miller, Sprecher des US-Außenministeriums, sagte, mit der Hilfe der USA und seiner Partner konnte Israel den Angriff erfolgreich abwehren. Wir haben deutlich gemacht, dass das Konsequenzen haben muss. Und auf X erklärte auf Hebräisch der oberste Führer des Iran, Khamenei, die Schläge der Widerstandsfront auf den erschöpften und zerfallenden Körper des zionistischen Regimes werden noch heftiger und schmerzhafter werden. Womöglich befinden wir uns in einem entscheidenden Moment im Nahen Osten, einer diesmal direkten Konfrontation zwischen dem Iran und Israel. Ein Blick auf unsere Karten. Am späten Nachmittag startete der Iran seinen Angriff auf Israel. Bis zu 200 Raketen, darunter Hyperschallraketen, wurden abgefeuert. Diese legen bei 16.000 Stundenkilometern die 1.500 Kilometer in weniger als zehn Minuten zurück. Zu den Zielen gehörten die Militärflugplätze Nevatim und Hazerim sowie das Mossad-Hauptquartier in der Nähe von Tel Aviv. Ebenfalls angegriffen wurden Jerusalem und Haifa. Israel versicherte, seine eiserne Kuppel habe die meisten Raketen abgefangen, nicht zuletzt mit Hilfe der USA. Bei dem Angriff sei in Jericho ein Palästinenser durch herabfallende Raketenteile getötet worden. Teheran zufolge war dieser Angriff gegen Israel eine Vergeltung für die Tötung des Chefs der Hamas Ismail Haniyeh am 31. Juli in Teheran und die des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah am Freitag in Beirut sowie für die laufende israelische Bodenoperation im Südlibanon gegen die Hisbollah. Der Iran greift Israel zum zweiten Mal direkt an. Beim ersten Mal am 13. April wurden weniger Mittel eingesetzt und die Ziele waren vor allem militärischer Art. Der Iran lässt also nicht mehr nur sein Milizennetzwerkkrieg führen, die palästinensische Hamas, die Houthi im Jemen, Milizen im Irak und in Syrien sowie die libanesische Hisbollah. Der oberste Führer Khamenei hat den direkten Angriff auf Israel selbst angeordnet, und manchen Quellen zufolge könnte er das nächste Angriffsziel sein. Aber auch iranische Häfen. Vor allem Chabahar und Bandar Abbas, die es dem wirtschaftlich schwer angeschlagenen Land ermöglichen, Erdgas und Erdöl nach China zu exportieren. Ein weiteres mögliches Ziel sind die Öl- und Gasförderanlagen rund um den Persischen Golf und natürlich die Uranlagerstätten im Iran. Denn der Iran arbeitet seit 2005 mit einem Forschungsprogramm auf die Herstellung von Atomwaffen hin und soll an der Schwelle zur Atommacht stehen. Ich mache mal nochmal zurück zu der Karte hier vorne, die fand ich ganz gut, wo man nochmal genau hier so die, gesamte, die gesamten Akteure, die gerade vor allen Dingen relevant sind, sieht. Ja. Da kann man ja auch generell erstmal sagen, das hat sich ja heute so ergeben, dadurch, dass wir ja gestern nicht gestreamt haben, dass das heute jetzt auch auf den Jahrestag gefallen ist, des 7. Oktobers. Mhm. Und da kann man ja auch mal einmal so kurz noch drüber sprechen, was seitdem eigentlich alles passiert ist. Also wir haben knapp 1800 tote Israelis, von denen eben die Hälfte Zivilisten sind, die vor allem vor einem Jahr an diesem Tag starben. Über 100 Geiseln, die noch in Gaza in Haft sind, jetzt mehr als 2000 tote Libanesen, wovon auch mehr als die Hälfte jetzt in den letzten zwei Wochen gestorben ist, und 41.000 tote Palästinenser, wobei auch bis zu 20.000 weitere vermisst sind. Und eben auch eine Ausweitung und weitere 100 Tote eben in den unterschiedlichen weiteren Konfliktgebieten, Syrien, Jemen und Irak, wo der Krieg sich drauf weiter ausgebreitet hat. Und ich weiß auch noch, dass ich jetzt die Tage vor echt richtig schockiert drauf gewartet habe, als die Nachricht kam, dass es eben zu diesem Luftschlag des israelischen Militärs auf die Hezbollah-Zentrale in Dahiya kam, ob jetzt Hassan Asrallah wirklich äh, getötet wurde. Aber ich dachte mir schon, wenn das jetzt wirklich passiert ist, dass es eigentlich nochmal so ein Schritt gegen die Hezbollah weiter, wo der Iran jetzt auf jeden Fall reagieren muss. Ich meine, man muss das natürlich so sehen: die Hezbollah ist jetzt keine super strikt organisierte Struktur, die, ja, wenn jetzt der Kopf abgeschlagen wird, irgendwie nicht weiter existieren kann, weil die Hezbollah, die ist ja auch eigentlich als so eine Art, ja, wenn jetzt manche Linke irgendwie äh, wahrscheinlich äh, das stark kritisch sehen, aber im Endeffekt gar nicht so anders als viele andere nationale Befreiungsbewegungen entstanden, eben als Widerstandsbewegungen. Gegen die israelische Invasion und dann zunehmend eben auch als so eine Art ähm, ja, Verteidigungskraft in, im Bürgerkrieg für die schiitische Community. Natürlich mit dem radikal islamistischen Programm. Das keine Frage. Aber das ist ja auch das, weswegen sie weiterhin auch ähm, Popularität, trotz eigentlich einer Mauserung zu einer quasi staatlichen Kraft, ähm, auch mit einer Unterstützung. Dann von den umstehenden Diktaturen äh, sich weiterentwickelt hat. Aber natürlich, wie gesagt, das meine ich damit, wird das keine, wird durch sowas nicht die Hezbollah besiegt, aber es ist nichtsdestotrotz einfach ein, ja, ein super krasser Gesichtsverlust und vor allem auch ein konstantes Vorführen eigentlich dieser Kraft durch das israelische Militär, ähm, als eben. Ja, ein quasi Militär, was man doch nicht so sehr fürchten muss, wie man vielleicht zuerst gedacht hat. Wir haben ja auch ein ja. paar Mal schon darüber gesprochen, dass sehr viel darüber geredet wurde, wie mächtig eigentlich die Hezbollah ist, dass sie zum größten und zum mächtigsten nicht staatlichen Akteur eigentlich geworden ist. Und ja, durch eben dieses konstante Vorgehen zeigt Israel jetzt so ein bisschen wo man viel Angst darum hatte, warte mal, vielleicht muss man die doch gar nicht so sehr fürchten. Und das mhm. ist eben was, was nicht nur die westlichen Verbündeten natürlich sehen, sondern auch andere nichtstaatliche Akteure und natürlich auch der libanesische Staat selber, der ja im mhm. Endeffekt, sagen wir mal, auch in so einer ja, konstanten Angststarre eigentlich vor der Hezbollah war und man sich nicht getraut hat, eben gegen diese vorzugehen. Ja, das muss man wirklich betonen. Was jetzt halt ja auch seit unserem letzten Überblick passiert ist, dass der gesamte Führungsstab von der Isbola einfach liquidiert wurde. Also es gibt so eine Grafik, die das halt eben zeigt, so ne, von, von ganz oben bis halt die, die dann nachfolgenden Kommandostrukturen. Und da lebt halt einfach niemand mehr von. Zusätzlich halt dann diese frühen Angriffe, die wir ja schon besprochen haben, auf das Kommunikations- Netzwerk und man muss halt schon sagen dass ähm, dass die Reaktion also auch vom Iran ist halt weiterhin sehr minimal eigentlich also wir haben es ja auch gehört was für Folgen das halt hatte ne, ist äh Gab da ja einen äh, toten Palästinenser und dann halt noch irgendwie zwei, drei leicht verletzte Israelis. Also das steht ja, ich meine, das ist ja sowieso in diesem Krieg immer wieder zu betonen, weil das halt so leicht aus dem äh, Vergessen gerät. Es ist einfach so, dass halt Israel mehr als nur am längeren Hebel sitzt. Also, obwohl es halt, wie man ja hier sieht, einen viel Frontenkrieg halt führt, ähm, sind einfach die, die militärischen Möglichkeiten, die halt Israel zur Verfügung hat. So unermesslich viel ähm, Stärke ausgeprägt. Und dementsprechend sind dann auch die Opferzahlen, ne? So, und, und sind auch die, die, äh, die militärischen Erfolge, die da, die da halt dann da rumkommen. Und ja, und ähm, ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hattest am Anfang der Aufzählung, aber wir haben ja jetzt dann auch tatsächlich auf den Libanon den Bodeneinsatz. Genau. Es kam jetzt eben zur Invasion des Südlibanons, die die libanesische Armee hat sich ja auch einige Kilometer hinter der Grenze zurückgezogen. Dazu muss man auch sagen, die libanesische Armee ist kleiner als die Hezbollah und auch in wirklich keinem sonderlich guten Zustand, was auch daran liegt, dass der ganze libanesische Staat in keinem sonderlich guten Zustand ist. Also es ist, glaube ich, seit 2022 müsste das sein, eine nicht gewählte Übergangsregierung im Amt. Das Land ist, wie wir auch schon an anderen Punkten angesprochen haben, ökonomisch, auch von der Grundversorgung her, wir haben ja auch über die Energiekrise gesprochen, absolut am Ende. Also eigentlich, ähm, sagen wir mal so, äh, spätestens eingesetzt seit, dem, seit der großen Explosion im Hafen von Beirut. Und deswegen ist auch jetzt zu erwarten, also es kam auch, glaube ich, einmal zu einem Feuergefecht zwischen der Libanesischen Armee und der IDF. Aber das war auch, glaube ich, nur so ein vereinzeltes Schambützen und eigentlich ist offizielle Haltung, dass man sich da, dass man sich da raushält und jetzt einfach erstmal abwartet, was damit passiert. Da muss man auch in die Geschichte, auf die Geschichte dann verweisen. Also Israel hat ja auch eine desaströse Vergangenheit, was eben das Einmischen in libanesische Politik militärisch angeht. Mhm. Also eine sehr, sehr blutige Vergangenheit wo teilweise faschistische christliche Milizen unterstützt wurden, wo es auch zu Kriegsverbrechen durch israelische Militärs selber kam, also eine sehr sehr desaströse Vergangenheit und auch im Endeffekt einer der großen ähm, Gründungsmomente der Hezbollah eben als wie ich es gerade gesagt habe, dann ja ähm, nationale Befreiungsbewegung die dann eben die israelischen Militärkräfte aus dem Süden vertrieben hat. Ja, also was soll man halt zu dieser ganzen Situation sagen? Es ist halt wirklich, Israel räumt halt auf. Ne? Israel probiert halt sich jetzt in einem Schlag aller ähm, direkten Feinde, die es nun mal hat, ähm, zu entledigen. Und dies auch, ja, schon tut es auch äh, sehr effektiv. Ich meine, das Ganze steht halt immer noch unter, mit der, mit der Begründung des 7. Oktober da. Und ich finde es halt auch, muss ich sagen, halt echt teilweise sehr hängen geblieben, wie jetzt halt viele so ähm, pro-palästinensische äh, pro Kräfte halt mit diesem Tag halt umgehen. Und das ist halt weiterhin diese, diese Glorifizierung ähm, halt auch dieses, dieses Angriffs, dieses Massakers gegen auch die Zivilbevölkerung. Gibt, da haben wir ja auch damals uns sehr deutlich positioniert, dass wir halt diesen Angriff als sehr schädlich für die Befreiung vom, vom Gazastreifen speziell äh, gesehen haben. Okay, was man jetzt halt auch einfach in der Realität ein Jahr später gespiegelt sieht, weil halt der Gazastreifen verdammt nochmal nicht mehr existiert, quasi fast bis auf, also es hat einfach dem Erdboden gleich gemacht, weitestgehend. Äh, dementsprechend äh, hat das jetzt halt, klar, diese, diese, äh, diese brutalen Angriffe, diese, dieses, diese, diese, unglaubliche Leid, was halt Israel an den Menschen im Gazastreifen verursacht hat, das hat jetzt nicht die Hamas gemacht, sondern Israels Bomben und Israels Angriffe haben das letztendlich gemacht. Aber die Hamas hat natürlich auch diese Reaktion mit eingeplant und es war halt klar, dass es zu einer brutalen Reaktion von Israel kommen würde. Und dementsprechend sind einfach am Ende des Tages ja die Menschen da Opfer ihrer Führer. Ja, ich meine, man muss das, glaube ich, auch so verstehen, warum es den Leuten, warum es immer, oder sagen wir es mal so, warum es immer noch Leute gibt, die das weiterhin glorifizieren, das Massaker vom 7. Oktober an den israelischen Zivilisten, liegt ja einfach daran, weil sie eben vor alles andere, vor das Leid, was jetzt danach sich gezogen wurde, vor auch die moralischen Bedenken, die man ja, könnte man sagen, als äh, Mensch mit gesundem Menschenverstand haben sollte, dass sie vor das alles eben einfach den Willen zur Gründung, zur weiter, weiter bestehenden Gründung einer palästinensischen Nation stellen, mhm. die eben den Gazastreifen selber verwalten soll und im besten Fall eigentlich alles das, was jetzt Gazastreifen, Westjordanland und Israel ist selber verwalten soll. Das ist halt einfach die höchste Maxim, vor der das steht. Und ähm, den Leuten geht es ja auch darum, dass sie sagen, gut, nein, da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Positionen, wie groß jetzt dieses Staatsgebiet sein soll, ob es mit Israel koexistieren kann, bla bla bla. Aber da geht es ja schon darum, dass das einfach die absolute Maxim ist, unter der man das stellt und ohne die man sich auch kein, ähm, kein gutes Leben für die Palästinenser vorstellen kann. Ich würde beispielsweise auch sagen, ähm, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass irgendwie eine israelische Verwaltung von Gazastreifen und Westjordanland zu irgendwas anderem führen wird als zu einer dauerhaften weiteren Entrechtung ja, und einer weiteren Landnahme durch Siedler und einer ökonomischen Ausbeutung äh, der Leute vor Ort in einem, ja, noch nicht mal als Bürger zweiter Klasse, sondern eigentlich ähm, feindlicher Antistaatsbürgerstatus. Ja. Trotzdem ist es so, dass man diese ganzen Punkte, denke ich, eigentlich zusammendenken kann. Und dann, es wird ja immer so ein bisschen suggeriert, man müsste da irgendwie äh, beispielsweise, man, man, man dürfte jetzt nicht eben diese ja, Grausamkeit des 7. Oktobers aufzeigen. Man dürfte nicht ähm, aufzeigen, dass es eben absolut schädlich für. Ähm, ja einen weiteren weiteren Wunsch nach einer Befreiung Palästinas und einem guten Leben für die Palästinenser ist und gleichzeitig eben äh, neben dem Aufzeigen von dieser Grausamkeit darauf verweisen darf, dass es eben natürlich ein absolut äh, größeres und unverhältnismäßig dazu stehendes Leid eben auf der Seite der Palästinenser und äh, auch den Bürgern der anderen umliegenden Staaten gibt. Das muss man ja auch immer dazu betonen, dass es eben beispielsweise jetzt, wenn wir von 2000 Toten im Libanon, wovon wie gesagt ähm, dann jetzt auch die Hälfte in den letzten zwei Wochen getötet sind, dass man sich da auch dann beinahe eigentlich jetzt schon wieder Zahlen nähert von dem, was am 7. Oktober passiert ist. Und da geht es gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie dieses... Leid dann immer aufwiegeln und das eine muss, ähm, sticht das andere aus und das andere ist dadurch nichts wert, sondern man muss ja einfach zeigen, was für eine Systematik dahinter steht. Und beispielsweise, ja. wenn wir uns das israelische Militär anschauen, dann ist das ja auch mit, ich hatte ja gerade schon angesprochen, mit dem Luftschlag, der auf Dahir passiert ist, wo eben das, ähm, äh, wo das Hauptquartier der Hezbollah stand, wo Hassan Nasrallah auch getötet wurde. Das ist ja auch Namensgeber für die dahiya doktrin der, des israelischen Militärs, wo es eben darum geht, dass man auf unverhältnismäßige Weise einfach zurückschlägt und dass man beispielsweise auch Zivilisten, die in Gebieten ähm, leben, wo Kombatanten aktiv sind und die dulden, die dann auch eben zu Zielen mitmacht und dann beispielsweise sagt, wenn man irgendwo eine Stadt hat, wo mehrere Hezbollah... Ähm, Raketenwerfer positioniert sind oder wo es einen hasbollah Has posten gibt, dass man das dann einfach mit zu Feindesland erklärt und dann einfach all, alles inklusive der zivilen Infrastruktur, die das erhält, dem Erdboden gleich macht. Ja, absolut. Und ich begreife es auch nicht, warum man halt immer und auch Linke immer einfach diese einfachen Schwarz-Weiß-Muster in sowas immer wieder wiederholen müssen und warum man nicht auch einfach an so einem Tag wie dem 7. Oktober dann halt sagen kann, so wir gedenken halt sowohl halt den Zivilisten, die halt ähm, am 7. Oktober von, von der Masse und den anderen Kräften halt ähm, abgeschlachtet wurden, genauso wie wir den ähm, Abertausenden, Zehntausenden von Menschen, die danach ähm, durch Israel abgeschlachtet wurden, gedenken. So das ist halt einfach... Ähm, man kann ja, ich will jetzt auch, also ich finde find das eine sowohl als das andere falsch. Man muss halt beides benennen, man muss halt beides beides sagen. Und jetzt halt einfach nee, das ist einfach ein Trauertag für die für die Israelis und die da halt die getötet wurden. Alles was danach ist, das vergessen wir mal. Und benutzen wir einfach schön weiter als, als Grundhalter, ähm, um, um uns her äh, alles abzuschlachten. Genauso zu sagen, ah ja, das wird doch ein revolutionärer Befreiungsakt, ähm, scheiß doch mal drauf auf die ganzen Leute, die da halt krepiert sind. Und dass das halt im Prinzip überhaupt nichts für die Befreiung halt genützt hat. Ja, ähm, das, das geht halt nicht. So. Und es ist ja immer noch mal was anderes. Ob man halt aus dieser konkreten Betroffenheit, weil man jetzt zum Beispiel im Gaza lebt oder Verwandte da hat, dann halt bestimmte Positionen vertritt, wo man dann auch, ja, natürlich halt auch ein anderes Verständnis dafür aufbringen kann, wenn halt Leute so, solche und solche Positionen vertreten. Aber wie viele Leute haben halt überhaupt gar keine eigenen persönlichen Berührungspunkte dazu und vertreten halt diese reaktionären Positionen für die eine oder andere Seite? Und speziell darum geht es ja, die halt auch wirklich einfach zurechtzuweisen und zu sagen so, Leute, ähm, das ist halt einfach weder das eine noch das andere, ist halt eine linke Position an der Stelle. So, es ist nur Belizismus, nur Krieg, Vertreibung, Tod, Terror. Was ist diese ganze Scheiße? Das ist, hat doch nichts mit dem zu tun, was wir wollen. Und was irgendwie das Ganze in eine, in eine vernünftige Richtung nur lenken kann überhaupt. Ja, aber da sollte man genau auch nicht vor verzweifeln, sondern dann auch wirklich, dann muss man sich da auch anbieten und einmischen und eben versuchen, eine andere Art und Weise von Transformation und von Befreiung dann auch bereitzustellen. Und da sehe ich auch einfach so eine, sehe ich einfach große Probleme auch in der Linken. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Linken, die einfach knallhart pro-israelisch sind in der deutschen ja. Linken und sich deswegen auch nicht dafür interessieren. Auf der anderen Seite haben wir auch zunehmend aus so einem antikolonialen und antirassistischen Diskurs stammt eben eine Verklärung aller Befreiungsaktionen und ein, ja im Endeffekt so ein Geben von moralischem Rüstzeug, was dann auch sagen soll, bei den Gewaltverhältnissen, denen wir uns eben, denen wir uns befinden, da muss man dann einfach drüber hinwegsehen, wenn es dann beispielsweise zu ähm, Massaker und Kriegsverbrechen durch eine Befreiungsorganisation kommt. Und auf der anderen Seite haben wir auch ganz viele Leute, die einfach eine richtige Faulheit haben, da mit eigenen, also vielleicht auch eine Faulheit und eine Feigheit, mit eigenen Positionen da reinzugehen. Auf der einen Seite, weil das eben eine harte Arbeit ist, zu sagen, wir gehen da rein und wir nehmen auch irgendwo nicht mal eine Position dazwischen ein, sondern auch einfach ein bisschen außerhalb davon ein und wollen uns wirklich auch mit eigenen Sachen einmischen. Weil neben dem, dass das harte Arbeit ist, bedeutet das natürlich auch, dass man Vorwürfe und Antagonisieren ähm, von allen Seiten da erfahren wird. Weil desto mehr sich solche Bewegungen auch zuspitzen, desto mehr möchte man sich eben auf diese Gewissheiten verlassen und desto mehr nimmt man auch alles als feindliche Einmischung von außen und eine Schwächung der eigenen Position, dass man intern eben so ein Diskurs hat und das ist eigentlich eine sehr traurige Angelegenheit, weil wir sehen ja auch so wie es so wie es aktuell läuft funktioniert es ja auch nicht. Wir sehen ja auch beispielsweise ein Abebben auf beiden Solidaritätsseiten in Deutschland, dass es zunehmend einfach mehr hingenommen wird, weil die mhm. Lösungen, die dort angeboten werden, ähm, auch in der palästinensischen Solidaritätsbewegung eben ja gerade nicht zum gewünschten Erfolg führen und auch offensichtlich in Palästina, das, was, ähm, wo man, wo vielleicht auch manche Linke jetzt irgendwie äh, sich von der Hamas da gewünscht haben, dass sie für sie die Befreiung übernimmt, dass das ja offensichtlich jetzt auch nicht funktioniert hat. Ja, ich finde halt trotzdem nochmal wichtig auch zu, zu, zu fokussieren, weil da, ich finde halt auch diese, man hält sich halt komplett da raus und sagt halt einfach, beide Seiten sind böse und ähm, und das war's so so ein bisschen diese klassisch anarchistische Position. Da, ja. haben wir, da haben wir auch schon viel darüber geredet, dass wir das halt mittlerweile auch ablehnen. Und da haben wir ja eigentlich auch eine sehr eine sehr klare Position halt mittlerweile zugefunden. Ja, dass wir halt dass man halt auch dass man sagen kann so wie wir es auch gerade gesagt haben wir, wir sind gegen beide beide ähm, Regierungen, gegen beide Führer, An Anführer dieser, äh, die, dieser, dieser kriegerischen Aussetzung, aber äh, wir haben eine ganz klare anti-imperialistische Haltung und wir haben eine ganz klare Analyse von dem, von der Situation, wo man nicht einfach sagen kann, ah ja, beide tun halt irgendwie so, ne, und äh, ist alles so ein bisschen 50-50, nee also das ist halt schon ganz klar so, dass halt, äh, dass halt Israel halt in einer, in einer ganz anderen Machtposition da steht und halt der, der Hauptagressor in dieser Situation halt erstmal ist. So. Und äh, das muss man halt auch benennen und das, das ist halt auch eine, einfach eine konkrete materialistische Realität in der Region. Ja, und das gleiche, das gleiche muss man ja auch zu dem, zu dem, zu der ganzen Vorgeschichte sagen, das, was wir auch gesagt haben, auch die Situation jetzt in Gaza und auch die Entstehung der Hamas, das ist ja nicht irgendwie einfach aus einem Heidi Day irgendwie, wir wollen jetzt eine islamistische Widerstandsbewegung, sondern das hängt natürlich einfach mit dem israelischen Agieren vor Ort zusammen. Das ist auch mhm. immer ganz wichtig, eben einfach auf diese Geschichte, auf die Vorgeschichte vom 7. Oktober zu verweisen, ohne dass das, was ja dann immer gesagt wird, dass das bedeutet, dass irgendwie die Leute, die an diesen Massakern teilgenommen haben oder die Leute, die die Hamas irgendeiner anderen militanten Organisation vorziehen, irgendwelche willenlosen Individuen sind und ähm, die deswegen keine Verantwortung für ihre teils widerwärtigen Taten tragen. Ja, das und es ist auch, ähm, vielleicht um das dann abzuschließen, äh, auch für uns als Linke hier in Deutschland einfach so wichtig, äh, Positionen zu beziehen in, in dem Antri anti äh, Kampf, weil, weil halt einfach die absolute Staatsraison halt einfach eine Verteidigung Israels äh, und, und von dem Vorgehen ist und halt Deutschland ja auch. Absolut mitschuldig und, und ein wichtiger Akteur, ein wichtiger Player ist zur, zur Unterstützung von, von diesen Grausamkeiten, die Israel dort, äh, dort verübt ist. Und deswegen ist es halt auch einfach eine Verantwortung von uns als Revolutionären und äh, Revolutionäre, da ähm, Stellung zu beziehen und zu, zu agieren. Genau. Vielleicht zum Abschluss noch ähm, zwei, drei Punkte, die man dabei noch jetzt im Kopf behalten sollte, damit der weiteren Entwicklung gerade eben mit dieser Eskalation Hezbollah-Israel. Ich glaube, ich noch ganz wichtig finde es einmal, was perspektivisch daraus folgen könnte. Mhm. Das ist nämlich, glaube ich, das sollte man jetzt genau beobachten, ist einmal, dass darauf abgezielt werden könnte, dass es eben zu einer Umsetzung dieser Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates von 2006 kommen könnte, womit eben dann auch der Krieg damals äh, im Libanon zwischen Israel und Hezbollah äh, beendet wurde, werden sollte, je nachdem, wie man jetzt darauf blickt. Und zwar eben mit dieser Idee, dass ähm, Israel sich aus dem Süden des Libanon zurückzieht, die Hezbollah entwaffnet wird und die Kontrolle eben durch UN-Friedenssicherheitstruppen und die libanesische Armee wieder übernommen werden soll. Und da gab es tatsächlich auch schon aus der libanesischen äh, Übergangsregierung jetzt Bewegung hin, dass man gesagt hat: Okay, ähm, wir könnten uns vorstellen, das so durchzusetzen. Da ist natürlich jetzt die Frage, äh, ob die Macht ausreichen würde, ja, die Hezbollah zu entwaffnen. Aber das ist eben auch die andere Sache. Es gibt jetzt eben auch schon Befürchtungen, dass beispielsweise von sunnitisch-islamistischer Seite, aber auch von ähm, christlich-rechtsradikaler Seite Milizen jetzt vielleicht genau diese Schwäche ausnutzen könnten um den Libanon dann wieder in einen neuen Bürgerkrieg zu bringen. Und es gibt auch Befürchtungen, dass Israel äh, da über ja das recht ausgeweitete Geheimdienstnetzwerk auch die Möglichkeit nutzen werden würde, die haben ja, mehr vor allem früher rechtsradikale christliche Gruppen im Land unterstützt, um Geld und Waffen dann dort eben hinzuchanneln und damit dann zu einer weiteren Entmachtung der Hezbollah zu führen. Weil damit könnte man auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie eben nicht mehr dieses... Dieser Alleinstellungsmachtposition vor Ort hat. Und ähm, das Letzte ist, was man, glaube ich, nicht vergessen sollte, was ich auch noch recht spannend finde, ist einfach, dass es dadurch jetzt auch mit eben diesen Ermordungen, äh, mit diesen, es wurde ja einmal darauf hingewiesen, dass, wir, dass es sich dabei um Tötung handelt bei Kombattanten in so einem Krieg, kann man sich jetzt auch drum streiten, ich nutze jetzt einfach mal Tötung, dass es bei der ähm, Tötung von eben dem Hezbollah-Führungspersonal durch das israelische Militär und dann eben auch in der Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst einfach zu einem, ähm, zu einer wirklich großen Stärkung des Vertrauens wieder in diese Strukturen in der israelischen Offen Öffentlichkeit kommen wird. Weil der 7. Oktober markiert ja auch einen Tag, in dem sehr, sehr viele Israelis sehr eben von diesem eigentlich vor als undurchdingbar geglaubten sicherheitsapparat enttäuscht wurden und es einen sehr, sehr großen vertrauensverlust gab und genau mit diesen aktionen das sollte man nicht unterschätzen macht israel gerade auch im eigenen land richtig große propagandagewinne und verstärkt auch wieder das vertrauen der öffentlichkeit in genau diese institutionen die ja vor einem jahr äh, so schwer angeschlagen wurden. Ja, in dem Sinne würde ich dann sagen, lass uns mal weitergehen. Und äh, wir bleiben auch im Bereich äh, Islamismus tatsächlich. Und zwar gucken wir nach Albanien. Das Video brauchst du nicht, oder? Was du daraus äh, hattest. Nee, ich, äh, nee. ich glaube, es gibt, es gibt tatsächlich auch größtenteils ähm, äh, größtenteils Englisch- oder albanischsprachige Videos. Ja. Äh, deswegen, nee, das nicht. Ich hatte. Jetzt nur noch so einen deutschen Artikel dazu gefunden, der ist glaube ich gut illustriert. Ja, Thema Albanien und sein neuer kleiner Vatikanstaat. Und da würde ich sogar sagen, Islamismus ist eigentlich hier gar nicht das richtige Stichwort, da kommen wir nämlich gleich noch mal zu. Und zwar soll in der albanischen Hauptstadt Tirana, der neueste kleinste Staat der Welt, entstehen. Zumindest äh, nach dem Vorstoß vom albanischen Premier Idirama. Und zwar soll dort der Stetis Soufran der Ufrit Bektaschi, der souveräne Staat des Bektaschi-Ordens, entstehen. <laughs> Und zwar so ein Mikrostaat, der recht ähnlich. Äh, zum Vatikanstaat sein soll, eben auf dem Gebiet des Hauptquartiers des Bektaschi-Orden. Vielleicht ähm, kann man auch einmal kurz zum Bektaschi-Orden reden, da das ja, glaube ich, vielen Leuten jetzt nicht so ein ähm, bekannter Begriff ist. Das ist eben benannt nach dem islamischen Mystiker Haji Bektaschweli. Das ist so ein islamischer Mystiker, der im 13. Jahrhundert vor allem in Anatolien aber auch weiter östlich gelebt und gewirkt haben soll, eine recht sagenumwobene Person. Und das ist eben auch der Begründer und Hauptideengeber des Alevitentums, was beides auch sehr eng miteinander zusammenhängt. Man kann sich das eigentlich auch so vorstellen, dass der Bektasche-Orden eigentlich so eine Art ja, Institutionalisierung in einem Sufi-Orden des Alevitentums ist. Und der Orden, der gewann auch an ziemlich viel Macht und Einfluss dadurch, dass er zum offiziellen Militärorden der Janitscharen wurde. Das ist ja diese Elite Infanterieeinheit des Osmanischen Reiches, kennt vielleicht manche noch aus Age of Empires, <laughs> wo eben christliche Jungen vor allem vom Balkan, teilweise auch aus Anatolien, von ihren Familien geraubt, zwangsrekrutiert und versklavt wurden, die aber im Anschluss dann mit dieser zunehmenden Macht dieses Janitscharen-Kors äh, dann auch zu großen Machtpositionen im Osmanischen Reich selber gelangt sind, weswegen das dann auch später eben vom Sultan ähm, 1826 zerschlagen wurde, woraufhin es dann auch zu einer Verfolgung von diesem Orden kam. Das Ganze hat sich dann auch nochmal mit der Gründung der Republik von der Türkei. Fortgesetzt 1925, wo es nochmal zu einer Verfolgung kam, woraufhin dann der Orden eben seinen Hauptquartier nach Tirana verlegt hat. Ja, und da ist er auch bis heute eigentlich nochmal deutlich mächtiger als in der Türkei. Zwar leben die meisten Aleviten, die ja im Endeffekt sehr in, oder im Endeffekt den gleichen Glauben könnte man so haben, sagen, auch wenn es da drin auch eine große Diversität gibt. Wie die Bektaschis haben. Es ist aber so, dass die Leute, die im Bektaschi-Orden selber ähm, aktiv sind, mehrheitlich eben in Albanien leben und was auch ganz stark jetzt mit Albanien selber verbunden ist. Was auch daran liegt, diese eigentlich so aus dem Zwölfer schiitischen Glauben stehende Glaubenspraxis hat sehr viel auch christliche Kultpraktiken aufgenommen, weswegen eben dieser, dieser Glauben der Bektaschis, im Endeffekt auch der Aleviten, so eine Art Scharnierfunktion zwischen den ähm, beherrschten christlichen Bevölkerungen darstellen konnte und eben der islamischen Herrschaft und deswegen auch sehr viel zur Islamisierung dieser Gebiete beigetragen hat, weil viele vorher christlich-orthodoxe äh, konnten dann einfacher zum Islam konvertieren, wenn sie zum Islam konvertieren, der, sagen wir mal, viele Sachen mit aufgenommen hat was ihnen sowieso schon bekannt war und was ihnen äh, gut gefallen hat. Beispielsweise gibt es kein so striktes Alkoholverbot und ähm, Raki wird auch für, ich äh, vielleicht einige von euch, die mal auf dem Balkan oder in der Türkei unterwegs waren, Raki wird auch in Kultpraktiken eingesetzt für Rituale, so ein bisschen wie der Messwein bei den Katholiken. Und es gibt generell auch eine nicht Warum? so starke Geschlechtertrennung. Was? Haram, würde ich sagen. <laughs> ja, deswegen, das sagen eben auch sehr viele Leute. Und damit kommen wir auch dazu, warum es dann für Albanien eben so spannend ist, diesen Staat einzurichten. Das wurde nämlich explizit auch mit einem Vorstoß gemacht, dass man gesagt hat, man möchte als gutes Vorbild vorangehen, weil Albanien hat ja auch so ein bisschen im albanischen Nationalismus diese Identität als christlich, islamisch, aber auch eigentlich recht säkular liberales Land. Und der Bektaschi-Orden gilt halt so ein bisschen als die. Eigentlich Verkörperung dieser ähm, besonders, dieses besonders albanischen Blickes auf Religion. Und das wurde eben sowohl vom Bektaschi-Orden selber als auch von ähm, jetzt albanischen Politikern so dargestellt, dass man eben sagen möchte, man möchte hiermit ein gutes Beispiel gegen den ganzen Islamismus auf der Welt schaffen und gegen generell ähm, religiöse Radikalität und möchte eigentlich mit so einem guten Beispiel vorangehen. Albanien positioniert sich ja auch immer sehr stark pro-Westlich und legt sehr viel Wert auf gesellschaftliche Liberalität, wenn es um Religion geht. Und da soll eben der Bektaschi-Orden mit den heterodoxen Ansichten, dass Islamisten ständig rumstänkern, dass das keine echten Muslime sind, dass sie Alkohol trinken, dass es kein Kopftuchgebot gibt, dass es auch keine Geschlechtertrennung in der Religion gibt. Bei Aleviten, das kennt man ja auch, dass sowohl Frauen als auch Männer hohe religiöse Posten einnehmen können. Beim Bektaschi-Orden selber weiß ich das gerade gar nicht, wie weit das da Frauen offen steht, im Rang aufzustehen. Aber das ist natürlich ein Bild des Islams, mit dem man sich dann da auch gerne schmückt. Ja, sehr skurril. Ich weiß, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ja. Ähm. Also, ich hatte halt immer mh, eigentlich, also ich fand immer die Bektaschis recht interessant. Ähm, es gibt auch immer so schöne Anekdoten darüber, so äh, Geschichten, die erzählt werden, wie Bektaschis und Aleviten ihren Glauben leben. Ähm, das sollte man, glaube ich, auch irgendwo im Internet finden. Es gibt so eine tolle Geschichte, wie der Kalif einen Bektaschi-Mönch trifft und sie über ihren Weingenuss reden. Also, der Kalif empört sich, äh, also der Kalif fragt dann eben, warum die so viele Weinberge mit Trauben bei ihrem ähm, Kloster haben. Und dann sagt er ja, weil sie so gerne die ganzen süßen Trauben essen. Und dann fragt der Kalif eben ja, aber so viel Trauben könnt ihr doch gar nicht essen. Ja, und äh, dann sagt eben der Bektashi-Mönch, ja, ja, genau. Und die, die wir dann eben, das stimmt schon, die, die wir nicht essen können, die packen wir dann in Fässer rein. Und äh, lagern sie dann im Keller und alles, was danach passiert, liegt dann in den Händen von Allah. <laughs> ja. Okay. Also, mu muss man erstmal sagen: ein eigentlich... halt <laughs> Ja, der das Balkan. Auch <laughs> Ja, ist halt schon, es ist, ist schon wirklich so die Balkan-Version des Islam, könnte man fast behaupten. Sehr gut. Ja, ähm. Und so würde ich es dann eben auch sagen, eigentlich auch einige recht sympathische Elemente von Religion, die sich jetzt da vielleicht sogar, würde ich auch sagen, sympathischer als der Vatikanstaat, aber eben auch natürlich eingebunden. Und das muss man auch sehen in äh, ganz klar diese, also diese Selbstdarstellung von Albanien und wie man eben versucht, sich auch eine gute Außendarstellung und Ideologie zu geben und eben auch diese... Ganz klar pro-westliche außenpolitische Ausrichtung des albanischen Staates. Ja. Feindschaft Mag gibt es tatsächlich vor allem aktuell von Aleviten und Bektaschis in der Türkei, die eben sagen, dass eine Staatsgründung eigentlich ihren Glaubensideen und so also eine Institutionalisierung und starke Hierarchisierung, die damit dann einhergeht, ihren Glaubenspraktiken entgegensteht. Sehr anarchistisch, und eben natürlich von Islamisten und konservativen sunnitischen Muslimen auch in Albanien und darüber hinaus, die sagen, dass das eine ziemliche Schweinerei ist, dass die dann so als, ein, als der islamische Vatikan gelten sollen. Ja, ja aber stimmt Step. also ist wirklich ohne, ohne den Balkan wäre die politische Landschaft nur halt so interessant. Ähm, man findet halt in der Region wirklich, gefühlt so alles alles was es gibt auf auf heißt ja jetzt kein so kleiner Raum aber im Prinzip auf kleinstem Raum <laughs> gut ähm, ja danke dir für den Einblick ich würde sagen wir gehen mal weiter und sprechen über das äh, letzte internationale Thema und zwar sprechen wir kurz über den Hafenarbeiterstreik ähm, an der US-Ostküste ähm, dort gab es nun gar nicht so äh, lang Streik, denn es wurde tatsächlich nur äh, drei Tage lang ähm, ja, in, in den USA da halt in, gestreikt. Zehntausende Hafenarbeiter waren daran beteiligt und man weiß es ja, dass ähm, wirklich Streiks an, von Hafenarbeitern, das ist ein, ein sehr ähm, ja, neuralgischer Punkt, schon immer gewesen eigentlich. Und äh, die, die Hafenarbeit hatten ja immer eine, eine sehr starke Machtposition innerhalb dieses Systems. Und das ist natürlich auch heute nicht kleiner geworden. Und ich finde, man sieht das auch sehr gut an diesem Kampf. Denn es gab da ähm, ja wirklich interessante e Ereignisse ru rundherum. Es gab sehr große Befürchtungen. Es wurde halt eben von, von Medien aufgerufen, okay, jetzt. Ja, ist halt in den Walmarts und so weiter, geht das Klopapier aus, so ein bisschen wie, wie bei Corona. Also es gab so eine richtige Panikmache, ähm, was eigentlich dann schon ausdrückt, was für ein, was für ein starkes ähm, Ergebnis eigentlich, was für ein starker Druck direkt schon von diesem Streik ausging und was für eine Machtposition ähm, dort halt die, die Gewerkschaften, die Arbeiter haben. Und es gab dann. Ähm, am Anfang sogar und deswegen habe ich speziell immer rausgesucht, weil einfach die Zahlen von von dem, was dort erkämpft wurde, so abgefahren sind. Ein Arbeitgeberangebot mit einer Einkommenserhöhung von nahezu 50%. Prozent. Und dann haben die halt einfach gesagt, okay, das reicht uns halt nicht aus. Das, das reicht uns nicht und haben dann ähm, schlussendlich, ich weiß gar nicht, wo, wieso, wann auf einmal so Ballons. Hast du das gesehen? Ja, ich habe das gesehen, aber woher kam das? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht <laughs> irgendeine Art Handbewegung oder so, die ich gemacht habe? <laughs> ich weiß es nicht. bin auf jeden Fall in Partystimmung bei solchen erkämpften äh, Forderungen. <laughs> ja, und jedenfalls haben die das richtig wild. Und, und die, mit diesen Luftballons. Und jedenfalls haben die dann 61,5 über eine, eine sechsjährige Laufzeit erkämpft und zusätzlich noch. Sollen noch eben dann Maßnahmen ergriffen werden, um den Abbau von Arbeitsplätzen ähm, zu verhindern, die ähm, ja durch Automatisierung vielleicht verschwunden werden können. Und was ist das bitte für eine Zahl? <laughs> 61,5 Prozent Einkommens. Das habe ich ja wirklich fast noch nie von irgendwo von einem Arbeitskampf gehört. Wieso mal 10 Prozent oder 12%, ja, ja. meinetwegen, aber 60 bei 61 Prozent? Wow. Genau, und es gab halt auch eine, wie gesagt, hohe hohe Kosten durch den Streik und so, also es hat halt richtig gesessen, so, und ist einfach ein tolle, total tolles Beispiel im Prinzip für, für die Macht von, von Arbeitern äh, und Arbeiterinnen in diesen äh, bestimmten ganz wichtigen logistischen Punkten. Das ist vielleicht teilweise, also es gibt natürlich Beispiele, wo, da, wo die wo die Arbeiterinnenklasse weniger äh, Machtposition hat, zum Beispiel bei Amazon, die haben ja so ein sehr gutes System, wo, dann, wo sie dann einfach die Produktion und die ganzen äh, Verteilungen, also nicht die Produktion, sondern die Verteilung äh, der Güter und so weiter, halt gut äh, auslagern können. Äh, das weiß man ja dann von Polen, dass dann äh, das halt abgefangen wird aus, äh, in, in anderen Ländern einfach, ähm, weil da gab es ja mal, ist ja eine große Organisation bei den, bei den Arbeiter in Amazon in Polen. Ähm, aber es gibt halt dann doch eben Punkte, wo die Macht sogar noch größer geworden ist, teilweise, weil sehr viel eben... Jetzt zum Beispiel beim Schiffsverkehr da noch mehr dran hängt als äh, teilweise so, sogar früher. Und ja, also ein schönes Beispiel. Und ähm, wir bleiben auch in dem Bereich äh, Arbeitswelt und gehen da nach Deutschland über. So ein bisschen als krasser Kontrast, vielleicht. Denn da sprechen wir über Tesla in Brandenburg. Es ist ja generell ein Werk, was sehr viel behandelt wird, weil einerseits wurde es von der ganzen Gründung her von Tesla in Brandenburg ja total gefeiert, weil das dann halt noch mal so eine Perspektive in Ostdeutschland eröffnen sollte ne? und, und ja auch tatsächlich hat. Also es hat ja auch tatsächlich viele Arbeitsplätze geschaffen in der strukturschwachen Region. Also, es ist ja jetzt nicht nur an den Haaren herbeigeredet, dass es das dann ja tatsächlich auch für, für Leute halt Arbeit geschaffen hat und dadurch halt auch eine materiell bessere Perspektive teilweise sicherlich geschaffen hat. Aber da war es ja sehr viel in den Medien erstmal am Anfang nur mal rum. Dann haben wir ähm, intensiver darüber gesprochen im Kontext von dann den Klimakämpfen, weil es ja diese Abholzung von dem, von dem nahen Wald äh, durch Tesla, durch den Ausbau von einem weiteren Werk äh, geben sollte. Da gab es ja dann Baumbesetzungen ähm, von äh, ja, Umweltaktivistinnen. Und jetzt äh, ist es wieder in den Nachrichten, weil es tatsächlich Kontrollbesuche äh, bei ArbeiterInnen dann zu Hause gibt, die, die halt eben krankgeschrieben sind. Weil teilweise bei 15 Prozent irgendwie die Krankscheibungen <laughs> wohl lagen in, in dem Werk und dann sind die halt echt nach Hause gegangen zu den Leuten. Und das Geile ist halt auch noch, dass sie dann halt nicht irgendwie so zurückrudern, wenn sowas in den Medien steht, ja, dass halt da, da irgendwelche äh, Leute nach Hause gehen und gucken, ob die Leute wirklich krank sind, was ja eine, eine wirklich abartige Praxis ist, sondern das halt verteidigen. Also die sich wirklich in die Medien reinstellen und sagen: Ja, ist doch nichts Ungewöhnliches dass wir zu den Leuten nach Hause gehen. Das würde halt eben bei vielen Unternehmen gemacht werden. Und ähm, das, es ging halt einfach darum, halt die Arbeitsmoral der Belegschaft halt zu erhöhen. Und es wäre halt auch noch etwas, was, was man dann halt mit der Belegschaft abgesprochen hat, ne? also wo man dann halt eben im Betrieb halt äh, das sich sozusagen versichert hat, ob das halt in Ordnung ist, dieses Vorgehen. Also hier das wurde das Vorgehen dargelegt und es gab dann eine große Zustimmung in der Belegschaft zu diesem Vorgehen. Ich habe aber gleichzeitig auch gelesen, das steht jetzt hier in dem Artikel nicht drin, dass es wohl zu teilweise sehr wüsten und wütenden Reaktionen dann halt auch von den Arbeitern kam, die dann da besucht wurden, aber hier ja halt mit allem Recht der Welt. Also ich glaube. Wunder. Ja, da würde halt... Viele Leute würden da, glaube ich, ausrasten, wenn das passiert, weil das ist ja wohl das Allerletzte. Ja, die wollten doch nur vorbeikommen und einen Tee vorbeibringen. Genau. sind einfach die besorgt um die, um ja. die Gesundheit der, der Arbeit. Das finde ich halt auch, das hätten das das die vielleicht eine noch so... Gute Begründung. Ja. ja, aber die geben halt zero fuck. So, die sagen halt einfach, ja, wir sind halt so menschenverachtend, so, dass wir halt einfach sagen, so wir, wir kontrollieren die halt wirklich hätten sie ja auch dann auf die liebe tour machen können so von wegen wirklich so ja wir machen uns einfach sorgen so und wollten halt gucken ob alles in ordnung ist ja da vielleicht nur einmal kurz angemerkt ich finde das auch wirklich krass wie manche leute eben auf so ein arbeitsverhältnis bei tesla blicken also ich habe das selber mal so von leuten mitbekommen auch ähm, ein paar jahre zurück auch von freunden die dann so das mega gehypt haben, was eben für Entwicklungen mit Tesla und so passiert sind. Und ja, Elon Musk als äh, großer Genie-Ingenieur und so, was für ein Prestige das auch mit sich gezogen hatte, möglicherweise dann bei Tesla zu arbeiten. Und das ist halt die Sache, wenn sowas so gehypt wird. Und gerade in Ostdeutschland, ne, du hast es ja auch angesprochen, wir hatten ja auch diese Solidaritätsdemonstration von ja, ja. Tesla Mitarbeitern gesehen, wo Linke dann ja immer waren, ja ja, die haben die dazu gezwungen und so. Aber nee, das ist, wenn man manchmal wirklich mit Leuten, die da drin stecken und auch die da selber arbeiten, spricht, das hat schon sehr hohes Prestige bei Tesla zu arbeiten wegen eben diesem großen internationalen Hype und teilweise nehmen die Leute dann auch richtig viel in Kauf und identifizieren sich dann noch mal stärker mit ihrem Unternehmen, wenn das eben ja mit so einer ähm, ja, Im Endeffekt, wie ich es gerade gesagt habe, mit so einem großen Prestige des Unternehmens dann verbunden ist. Und ich glaube, dass halt auch, dass ein Teil der Belegschaft das tatsächlich sinnvoll findet, weil es gibt ja immer diese Entsolidarisierungsmomente innerhalb von, von Betrieben auch, dass, dass halt dann Leute, die jetzt vielleicht besonders engagiert bei der Arbeit sind und da sich auch mit dem Unternehmen tatsächlich so voll identifizieren und so und dem ganzen halt dankbar sind, dann halt sagen, ja hier ähm, ist halt Scheiße, wenn die anderen ähm, krank feiern. Teilweise hat es ja auch dann tatsächliche Konsequenzen für die anderen, weil man dann genau. vielleicht mehr schieben muss, weil man halt ähm, dadurch nachteilt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich bei Tesla der Fall ist, aber jetzt es gibt ja andere Bereiche. In, in irgendwelchen Sozial- oder Gesundheitseinrichtungen, wo das, ja. wo die, wo das eh schon alles sehr eng ist, wo das dann ja auch eine verständliche Reaktion ist, unabhängig davon ist es natürlich der absolut falsche Weg, als, als Reaktion dann so zu denken. Sondern wenn, dann ist es ja, jetzt speziell im sozialen und gesundheitsbereich, ist es dann ja nicht das Problem der, der Kolleginnen, die dann halt krank sind, sondern halt das Problem der Unterfinanzierung und äh, dass halt eben die Betriebe generell zu viel, die, die Einrichtungen dann generell zu wenig halt. Leute haben, die da arbeiten. Aber wie das jetzt bei Tesla ist, ob das jetzt wirklich zu großen Problemen für die, für die anderen führt, ist halt die Frage. Aber dass es sowas gibt, glaube ich halt auch sofort. Aber es ändert ja nichts an der, an der absolut widerwärtigen Praxis. Und da sieht man halt auch daran, auf was für einem Diskursniveau wir uns halt in der Arbeitswelt in Deutschland halt bewegen. Also, wenn halt wirklich ein Unternehmen sich halt hinstellt, und einfach sagt es ist doch das Normalste der Welt halt sowas zu machen holy shit ja, was man ja schon ähm, glaube ich noch dazu sagen muss ist dass es dabei jetzt nicht damit man das nur nicht jetzt falsch versteht es ging ja jetzt nicht um Kontrollbesuche bei einfach Leuten die sich einmal krank gemeldet haben sondern es ging ja um Fälle von Leuten die jetzt beispielsweise ja seit einem Jahr oder so sich einfach immer wieder konstant krank geschrieben haben. Nur damit man jetzt nicht den Teufel an die Wand malt, von ähm, es werden jetzt irgendwie Leute schreiben, sich einmal für eine Woche oder so krank und werden dann Kontrollbesuchen gemacht, sondern es ging ja jetzt um langfristige Fälle. Das macht es nicht irgendwie besser oder so, weil es sehr gute Gründe gibt, sich auch langfristig krank schreiben lassen zu müssen. Ähm, aber nur, dass man jetzt ne, nicht den Teufel an die Wand malt. Da hattest du auf jeden Fall den gleichen Gedanken mit Servo, nenne ich dich einfach mal. <laughs> ja, ähm, so viel vielleicht dazu. Ja. Und dann würde ich übergehen zu der Großdemonstration in Berlin, der Antikriegsdemonstration. Ich denke mal, wir gucken auch da erstmal in den Beitrag rein, um einen Eindruck davon zu erhalten. Teilnehmer haben sich heute am Tag der deutschen Einheit zu einem Sternmarsch versammelt. Sie protestieren unter anderem gegen Waffenlieferungen für die Ukraine. Dagegen wiederum wurde auch protestiert. Auf mehreren Gegendemos am Großen Stern gab es eine Protestaktion, bei der für die weitere Unterstützung der Ukraine zur Selbstverteidigung und einem nachhaltigen Frieden geworben wurde. Ja, dieser Frieden aber, so die eingangs erwähnten Demonstranten des Sternmarsches, sei eben durch die Waffenlieferung nicht zu erreichen. Außerdem richtete sich der Protest gegen den Krieg im Nahen Osten und die Stationierung von US-Raketen in Deutschland. Die Teilnehmer, die waren ziemlich bunt durchmischt. Unter anderem waren da Linke und BSW dabei. Friedenstauben, Palästinafahnen oder Regenbogenflaggen. Tausende Menschen zogen von mehreren Punkten in der Stadt Richtung Siegessäule, wie hier vom Gleisdreieck. Ihr Ziel, sich für Frieden auf der Welt und gegen Krieg einzusetzen. Wir sehen gerade, dass äh, ganz viel Geld in Militarisierung gesteckt wird, in Aufrüstung. Es wird darüber diskutiert, eine Wehrpflicht wieder einzuführen und äh, es gibt einen Krieg in der Ukraine, der immer weiter in die Länge gezogen wird. Es findet ein Völkermord in Gaza statt und ich glaube, es ist einfach sehr sehr wichtig, dass man sich von hier aus einsetzt für friedliche Lösungen von Konflikten und deswegen gehen wir auf die Straße. Friedliche Lösungen bedeutet für die meisten bei der Hauptkundgebung am großen Stern keine deutschen Waffenlieferungen mehr, egal an wen. Das sollte eine Friedensdemonstration sein und dass man sieht, wie viele Menschen dahinter stehen das Frieden. Ja, Frieden in allen Ländern eigentlich. ja. Und denn Waffen, Waffen sind keine Lösung. Weil ich für den Frieden bin. Für den Frieden auch mit Russland. Und auch für Handel mit Russland. Und für, nicht für Waffenlieferungen an die Ukraine. Weil die Ukraine eine faschistoide Regierung hat. Laut Veranstaltern waren 40.000 Demonstranten dabei. Die Polizei spricht von einer unteren fünfstelligen Teilnehmerzahl. Ein weiteres bestimmendes Thema: der Nahostkonflikt. Die Bundesregierung verteidigt das noch, das geht gar nicht, war. die sagen, Israel ist unser Freund. Mag ja sein, dass die Regierung so denkt, wa? aber wenn wir das sehen, was Israel macht, fragen Sie doch mal in Palästinenser oder in Libanesen. Das sind doch alles Menschen, das spielt da gar keine Rolle, wa? woher die kommen. Richtig geiler Berlin-Kommentar zum Thema. Gerhard, auch recht stabil. <laughs> Aufgerufen zu der Kundgebung hat das Bündnis Nie wieder Krieg. Gekommen sind überwiegend Menschen aus dem linken Spektrum. Die Meinungen gehen aber teilweise stark auseinander. Wir haben in der Ukraine einen russischen Angriffskrieg, der jeden Tag Tod und Zerstörung bringt. Das ist so. Das ist so. Ja, auch die, die da pfeifen, müssen das zugeben. Das ist so. Und die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Auch der ehemalige Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler spricht. In Europa brennt es. Und wir müssen alle miteinander, die Europäische Union und die politische Klasse in Deutschland, überzeugen, dass man einen Brand nicht mit Benzin löschen kann. Und die bekannteste von ihnen, Sarah Wagenknecht, die den CSU-Politiker sogar lobt. Ich möchte mich wirklich bedanken, auch bei Peter Gauweiler, dass er hier so eine kämpferische Rede gehalten hat. Ich muss sagen, das ist doch großartig und zeigt, dass auch auf der konservativen Seite des politischen Spektrums Menschen, viele Menschen sind, die ganz klar sehen, in welchen Irrsinn uns diese Kriegspolitik führt. Für friedliche Lösungen sind hier so gut wie alle Teilnehmenden. Nur wie genau die aussehen, das bleibt weiter offen. Jo. Die kämpferische Rede vom Gauweiler. BSW <laughs> ja, ähm, csu koalition ja. Also, da muss man ja tatsächlich sagen: der Gauweiler ist ja ein ziemliches Unikum in der CSU, das kann man ja kurz ansprechen, der außenpolitisch ja sehr stark immer ausgeschert ist zu den. Also immer großer Feind von deutschen Kriegseinsätzen und auch Gegner von ähm, NATO-Einsätzen. Und auch tatsächlich der einzige CSUler, wenn ich mich richtig erinnere, der damals äh, immer konsequent gegen so Privatisierungsvorstöße für Wasser von FDP und so gestimmt hat und immer als einziger auch für so umweltpolitische Maßnahmen gestimmt hat. Gut, aber so viel zu Gauweiler. Ähm, ich finde, dass dass das echt ziemlich krass ist, was da auf die Straße gebracht wurde, weil ich glaube, das könnte jetzt so ein bisschen der Startschuss sein von eben dem BSW als so einer alternativen Protestpartei. Nicht, dass das jetzt irgendwie die größte Demo aller Zeiten oder so war, aber ich finde, was man schon ganz gut daran sehen kann, ist, dass jetzt auch weite Teile der jüngeren Linken, es waren ja sehr viele aus dem marxistisch-leninistischen Spektrum, vertreten natürlich auch äh, super viel, was man sonst so erwartet. Altlinke, Gewerkschaftler, äh, Dide, verschiedene Friedensorganisationen, aber eben auch viele junge, junge Linke, die sich alle jetzt dann nicht haben abschrecken lassen von eben der starken Kritik, die bis sonst, äh, bisweilen so am ganzen Spektrum rund um Sarah Wagenknecht geübt wurde. Und ähm, Gerade dann auch noch mal dieses Zeichen, was sie ja da ganz offen auf der Bühne gemacht hat mit dem Schulterschluss, dann auch zu Konservativen, was man vielleicht jetzt so von der Politik auch gehört hat. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass auch mit einer klaren Abgrenzung zur AfD abseits da jetzt noch mal so ein richtiges Aufleben von so einem Mitte-Links-Mitte-Links-Mitte-Rechts-Protestpublikum ähm, passieren könnte. Ich meine, es gab ja, ja schon eine vergleichbare Demonstration, auch sogar, glaube ich, an der gleichen Stelle, beziehungsweise Kundgebung. Vor wann war das denn? Da haben wir auch drüber gesprochen. Vor so, einem, ja, also vor so drei Monaten oder so. Ja. Genau. Mit alle Schwarzer und auch ähm, Sarah Wagenknecht. Mit einem, glaube ich, ja, schon ähnlichen Milieu, aber in dem Fall, glaube ich, nochmal. Das was es jetzt ist noch mal ein etwas, also das was es damals war, ein etwas größer und breiter auf jeden Fall. Ja und vor allem eben auch mit ähm, der stärkeren Beteiligung von jungen Linken, was ich eben meinte. Also ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt noch mal eben eine ganz klare Öffnung passiert ist. Das finde ich ist auch, wenn man sich so ein bisschen diese ähm, Seite von diesem Protestbündnis, ähm, wie ist das jetzt noch mal, was nie wieder nie wieder Krieg was ist gerade da noch im Video? Ich glaube, ich finde das jetzt nicht so ohne weiteres raus. Ah ja, doch, genau. Nie wieder Krieg ist das. Also, dieses Nie wieder Krieg-Protestbündnis, wenn man sich das so anschaut, mhm. wer das alles unterzeichnet hat und wer sich daran beteiligt hat, dann finde ich, sieht man da auch wirklich diese große Diversität, die jetzt auch über das, was eben da beschworen wurde, da einfach hinausgeht. Also, initiiert ist das Ganze von so, ja, im Endeffekt so einem Kreis an diversen, schon langjährigen Friedensaktivisten, beispielsweise hier der Rainer Braun. Hat eben als Veranstalter gesprochen. Das ist die, eigentlich so die zentrale Person und der Gründungsvater der Montagsmahnwachen 2014, 2015 gewesen. Und äh, ansonsten ist dann auch so Leute wie Peter Wahl, Mitgründer von Attack Deutschland oder Willi van Oyen. Also, da zeigt sich so, das ist jetzt wirklich auch die. Die ähm, ganzen langjährigen Aktivisten von eben dieser Friedensbewegung, die da drin stecken. Aber darüber hinaus hast du halt echt äh, ein recht breites Wirken auch in sowohl parlamentarische Kräfte als auch diese ganzen äh, auf der Straße ähm, ähm, Bewegungs Bewegungsaktivisten. Also, ich, ich habe da jetzt selber noch gar keine. So abschließende Position dazu, sondern ich finde das erstmal einfach interessant, was da passiert. so. Ich finde es halt tatsächlich ja wieder, wieder sehr schwach, diese, diese ganz übliche Reaktion, auch ähm, von, also von relevanten Teilen von der radikalen Linken. Sicherlich auch, ähm, war ja auch jetzt gerade hier ähm, bei uns jetzt hier gerade in den Kommentaren so ein bisschen, also dieses direkt einfach abtun. Hier Querfront, wuselige Querfront. Gruselige Querfront. Ähm, ich finde es halt super schwach, halt auf sowas halt immer so zu reagieren, weil ähm, wir brauchen halt eine große Friedensbewegung in Deutschland und in jedem Land. Und diese große Friedensbewegung wird halt immer zwangsläufig eine sein müssen, die halt über also die halt im Prinzip diese gruselige Querfront ist, <laughs> so von der halt jetzt beschrieben wird. Weil halt die, die Radikale Linke und halt irgendwie nur fortschrittliche Kräfte der radikal Linken sind halt nicht annähernd in der Lage, also eine eigene Friedensbewegung, die halt komplett integer ist, so auf die Beine zu stellen und wirklich Druck aufzubauen. Das ist einfach so. Dafür sind wir halt einfach zu schwach. Und der, die Situation ist nun mal so, dass, dass halt gerade dann das BSW und Sarah Wagenknecht halt so der Hauptmotor hinter einer möglichen Friedensbewegung sein, sein könnten, die halt nicht dezidiert halt irgendwie nur gruselig und von rechts ist. So, das muss man ja einfach, muss man ja einfach halt so, so sagen und anerkennen, selbst was man davon hält, sei erstmal dahingestellt. Und es ist ja an und für sich, ist es ja positiv erstmal, wenn jetzt halt selbst so, so jemand, so ein CSU, CSUler sich da halt hinstellt ist das halt eben nochmal was völlig anderes, als wenn jetzt halt irgendwelche ähm, radikalen Linken sich halt hinstellen und sich halt ähm, für, für äh, Friedensgespräche und so weiter halt aussprechen. Das ist auch erstmal positiv und ähm, natürlich guckt man sich das halt an und, und, und natürlich sind da halt, wie diese eine Person da halt dann auch Leute, die halt einfach Unsinn reden mit hier faschistisches Regime in der Ukraine, also dieses, dieser klassische Narrativ, der, was halt Putin halt eben äh, sagt. Natürlich sind da auch diese Kräfte. Aber jetzt halt wieder so eine Verallgemeinerung äh, zu sagen, das ist jetzt einfach wieder so eine Pro-Russland-Demonstration äh, äh, und so weiter, das ist ja dann auch wieder ein kompletter Unsinn. Und so ist nun mal der Zustand, in dem, in dem wir uns befinden. Und dann würde ich halt eher sagen, Lass halt doch, ähm, lass uns das doch halt mit, mit offenem Visier halt angucken, da halt auch als, als revolutionäre Kräfte halt hingehen und halt mit den Leuten da im Gespräch sein und uns halt einen Überblick verschaffen und nicht halt immer direkt dieses von allem distanzieren, von allem irgendwie eine Keule und dann stehen halt nur irgendwelche Leute am Rand und zählen halt irgendwie die gruseligen Plakate und so weiter und so fort. Ja, im Endeffekt kann man das ganz gut auch personifiziert sehen. Dem Leipziger YouTuber Vincent, der ein Video darüber gemacht hat. Eigentlich äh, jemand, wo ich auch sagen würde, der viele recht unterhaltsame Videos macht. Das, ist das Aktuelle, was er jetzt hier dazu gemacht hat, auch unterhaltsam, aber eben genau in diese Sparte rein von: guckt euch mal an, was das eigentlich jetzt für ein Aufmarsch aus ähm, Islamisten, Schwurbler, Faschos ist. Und natürlich, es ist auch. Würde ich da sagen, sieht man ja ein ganz klares Problem. Das ist auch nicht nur eine Einzelperson, sondern das sieht man auch jetzt an der äh, Rede, die dann ausgebucht wurde, wo vom russischen Angriffskrieg gesprochen wurde und dass Russland da der Aggressor ist, dass dann genug Pro-russische Leute da drin sind, die dann direkt irgendwie stinkig und fauchig werden, während bei irgendwelchen anderen Sachen zu USA und Israel das wahrscheinlich nicht der Fall gewesen ist. Natürlich hast du da pro-russische Leute drin. Natürlich wirst du auch unter einigen ähm, Palästina-Aktivisten einige Leute haben, die äh, solidarisch mit der Hamas sind und vielleicht auch islamistisch eingestellt, keine Frage. Und die Sache ist nur die, wenn man sich immer bewusst dahin und das sucht. Ich kann genau sagen, weil es ja auch von Linksradikalen immer dann so gesagt wird: Wenn wir bei irgendeiner linksradikalen Demo, wenn ich da mit einem Mikro reingehen würde und einfach bewusst danach suchen würde, dann würde ich auch zehn unfassbar gruselige Gestalten finden. Dann würde ich auch 20 Meinungen finden, wo ich mir echt an den Kopf packen muss: meine Güte, was labert der eigentlich für eine dumme Scheiße? und man muss halt einfach immer strategisch und analytisch rangehen und sich angucken, wie sind eigentlich die Kräfteverhältnisse in diesen Bewegungen, wie gut kann ich da reinwirken, das was wir bei so vielen anderen Mobilisierungen auch gesagt haben und da ist das eben genauso der Fall. Das muss man das muss man halt einfach sich anschauen und beobachten. Und ein guter Indikator ist ja auch einfach immer, sich vielleicht mal anzugucken neben den Leuten, die da hingehen, die sich davon angesprochen fühlen. Was ist es denn eigentlich, was von so einem Bündnis, was das ins Leben ruft und was das ja maßgeblich prägt? Das war ja nicht einfach nur eine Sammeldemonstration, sondern es war ja von einem großen Bündnis angestoßen. Was sind das eigentlich für Sachen, die die fordern? Wenn man eben auf diese Seite von diesem Nie-Wieder-Krieg-Bündnis geht, dann liest er halt so Sachen wie keine Militarisierung der Gesellschaft, keine Wiedereinführung der Wehrpflicht, Bundeswehr raus aus den Klassenzimmern, wir brauchen eine Friedenserziehung, es soll ein Abzug der Nuklearwaffen aus Deutschland geben, keine weitere atomare Teilnahme, Frieden in Nahost, Verhandlungen mit Russland, klar, das Fri äh, Verhandlungen mit Russland, sicherlich kann man da auch aus einer pro-ukrainischen Perspektive dann irgendwie Sachen kritisieren. Vielleicht gibt es auch tatsächlich eher pro-russische Sachen, die man sich angucken kann, aber auch die das, was jetzt sonst noch so im Fokus stand mit diesen Hyperschallraketen, die in Deutschland positioniert werden sollen, von den USA, zwar sollen die nicht nuklear bestückt werden, wie das jetzt mit den Mittelstreckenraketen der Fall ist, aber trotzdem eben eine weitere Eskalation einfach in dem Russland-Westen-Konflikt. und Westen -Konflikt. Und das sind alles Forderungen, wenn man sich das auch anguckt und auch durchliest, wie das formuliert ist, wo ich jetzt erstmal sagen würde, wo wir wahrscheinlich auch als Anarchisten und generell als Linksradikale und Revolutionäre draufschauen würden, erstmal sagen, würden, ja. Also ich habe das gelesen, ich persönlich habe mich davon abgeholt gefühlt und das ist erstmal ein guter Indikator, dass man vielleicht sagt, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, da reinzuwirken, weil nur so können wir eben auch Einfluss darauf nehmen. Das ist nebenbei auch was, das würde ich vielleicht gerne noch einmal ähm, dazu kurz vorlesen, weil, weil die haben tatsächlich auch ähm, einen äh, eigenen Text zu Rechtsoffenheit auf der Website geschrieben, wo ich finde, ein ganz guter Absatz da drin ist, wie die das sehen und wie die das für sich zusammenfassen. Ich zitiere jetzt mal, wer von vornherein glaubt, dass eine solche Bewegung vom Staat weg sofort den Ansprüchen etablierter linker Organisation genügen müsse, hat nicht verstanden, wie soziale Bewegungen und politische Meinungsbildung an der Basis der Bevölkerung heute funktionieren. Das Bündel von außergewöhnlichen Krisen, die die Gesellschaft erschüttern und der zunehmende Kontrollverlust auf Herrschaftsseite führen zu enormer Verunsicherung und Orientierungslosigkeit. Wenn Menschen sich dann zu Protest organisieren, ist das zunächst einmal ein Akt der Selbstermächtigung. Was dann daraus wird, hängt zwar nicht nur, aber auch in hohem Maße davon ab, wer in den weiteren Prozess mit welchen Zielen eingreift. Die AfD und andere Rechte haben das begriffen und bemühen sich um Hegemonie über neue Protestbewegungen. Verkennt die Linke jedoch die Heterogenität und Offenheit neu entstehender Bewegungen und verzichtet auf Eingriffsmöglichkeiten, weil sie glaubt, vermeintlich lupenreine Gewissheiten verteidigen zu müssen? ist das Kapitulation vor den neuen Herausforderungen quasi Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Wow, das ist tatsächlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, das ist das stimmt ja einfach und das ist ja das, was wir was wir auch immer sagen, also im Prinzip ist es erstmal erstmal eine spannende Sache, wo man halt wo man halt erstmal mit offenen äh, wo man erstmal mit offenen Augen drauf gucken sollte. So. Mindestens das und halt jetzt ähm, nicht immer dieser, ja, man muss es einfach so sagen, ähm, einfach der Propaganda der bürgerlichen Medien und halt auch ähm, an, den, an, an dem Tropf von diesen halt hängenden äh, Leuten, die diese, die diese Ideologie halt immer und immer zu weitertragen, halt einfach Ja und Arm sagen, sondern halt, ja, man hört sich ja fast schon selber an wie so ein Schwurbel. <laughs> sicher ja dann eine Meinung zu bilden, meine Fresse. Und das ist ja ähm, schon ein gutes Beispiel dafür, was du, äh, was du gesagt hast, dass es halt potenziell anschlussfähig und ja auch aus einer ganz klar linken Perspektive kommt. Also das ist ja explizit aus einer linken Perspektive formuliert. Ja. Ähm, ja, sehr, sehr interessant. Solche Sachen passieren natürlich dann einfach immer in Berlin. Also vielleicht entsteht daraus ja nochmal eine, eine breitere. Ähm, Bewegung auch in, in anderen Städten, das wäre ja wär sehr zu wünschen, aber so oder so äh, könnt ihr dann ja in Berlin, liebe Genossinnen und Genossen, die ihr da aktiv seid, euch das dann doch mal ein bisschen angucken und äh, schauen, was da möglich ist. Kriegen wir jetzt bestimmt bald ganz viele Zusendungen zu, was man alles auf der Demo gesehen hat und wir sprechen so positiv jetzt darüber. Ja, ohne Witz, es ist mir halt so scheißegal. Wird bestimmt auch irgendein Neonazi gesichtet. Ja, und das sind halt die Leute, die halt nichts machen. Die halt, die halt einfach so sich halt dem ganzen Sterben und dem ganzen... Den ganzen Morden und den ganzen, der ganzen unfassbar widerlichen, grausamen Weltsituationen, die wir halt tagtäglich auch hier in dieser Sendung kommentieren, was mir alles sowas von zum Hals raushängt, halt alle zwei Wochen darüber zu sprechen zu müssen, was jetzt halt schon wieder für eine absurde Eskalation auf der Welt passiert. Ja, und die Leute ähm, haben nichts Besseres zu tun, als dann halt. Ähm, ja irgendwie sich dann da so ein paar Plakate rauszupopeln, so, während halt das halt, die, das halt aktuell leider die einzigsten Leute sind, die halt konkret benennen, ja, was halt, was halt notwendig und was halt gerade passiert, ja, also, das ist doch, das ist doch nicht normal, so, und so, sowas nennt sich dann halt wirklich links, so, diese Leute ignorieren diese ganze Barbarei, in der wir uns befinden und spucken dann halt auf die Leute runter, die Irgendwas probieren zu machen, selbst wenn sie das teilweise vielleicht auch mit etwas grünen Gedanken tun. So ist es. So, ähm, immerhin gibt es aber, <laughs> weil ich auch Kommentare gelesen habe, ja okay, die Grünen waren halt nicht dabei bei dieser Demonstration. Ähm, was dann ja auch cool ist, dass zum Beispiel ein SPDler äh, mit dabei war. Das finde ich halt auch. Man muss es halt einfach auch sagen. Das ist ja cool erstmal, dass halt jemand das ist, weil wir ja so oft auch über diese, über diesen Verengung des Meinungshorizonts halt, und da ist es halt noch möglich. Selbst wenn er dann auch mal ausgebucht wird oder so für etwas, ist es ja trotzdem normaler Teil des Diskurses, ja. Und ähm, das ist ja erstmal gut, wenn auch jemand aus der aus der Regierungspartei, der das dann halt mit auch verantwortet, teilweise, was halt, ähm, was halt eben passiert. Sich da halt positioniert und da ähm, den Diskurs sucht, das ist ja erstmal eine gute Sache. Und wie gesagt, die Grünen äh, wurden dann halt auch adressiert, dass sie das halt nicht äh, tun würden, sozusagen als Hauptkriegspartei, die es gerade so gibt. Und Pseudo ähm, frühere Kriegens, äh, Friedensaktivisten, ja. Und da ist aber natürlich auch was passiert, und das ist auch unser letztes Thema heute. Und zwar ähm, gab es dann tatsächlich auch ja jetzt einen Rücktritt einmal von bei den Grünen der Partei selbst des Vorstandes und vor allen Dingen und das ist finde ich eigentlich noch viel relevanter jetzt bei der Grünen Jugend. Denn bei der Grünen Jugend ist der gesamte Vorstand ausgetreten und der macht eben was Neues. Und ja, da fand ich halt ganz spannend, wie dann jetzt hier zum Beispiel die die Kühnes darauf reagiert hat, weil sie dann eben sagt, ja, es ist kein Verlust, dass diese Leute ausgetreten sind, weil die halt eben ein ja eine äh, vom Klassensystem Sozialismus ähm, hier gesprochen haben, was sie aufbauen wollen. Das, und dass sie halt nicht realitätstauglich sind. Das sind ja schon mal an sich erstmal positive Werte, wenn man halt so eine, so eine Person das zu einem sagt. Also das ist ja eigentlich eher eine Adelung an der Stelle. Und deswegen ist das natürlich erstmal spannend, was da passiert. Generell ist es gut, dass die Grünen geschwächt werden. Und generell ist es auch eine, eine positive Entwicklung, dass halt diese Leute, die die grüne Jugend gemacht haben, halt endlich, end, also man muss ja wirklich endlich mal. Jetzt vernünftig halt ähm, agieren, weil das sind ja dann halt auch tatsächlich Leute gewesen, ähm, die halt offensichtlich auch ein linkes Weltbild haben und halt die Scheiße halt probiert haben, dann halt das ist ja, was sie jetzt auch formuliert haben, ja, äh, zu verhindern, was halt die Grünen gemacht haben, was natürlich unmöglich ähm, für die war, und dass sie jetzt endlich mal Konsequenzen daraus ziehen. So, das finde ich erstmal, das ist ja erstmal gut. So. Das ist das, was jetzt neu entsteht, mit den sehr einfallsreichen Namen und sehr viel, vielfältigen und sehr tiefgehenden, bedeutungsschwangeren Namen. Es braucht etwas Neues. <laughs> und ähm, genau, so die groben Oberpunkte sind hier: die Grünen sind nicht dazu bereit, sich mit den Reichen und Mächtigen anzulegen. Die Grünen werden immer mehr zu einer Partei wie alle anderen. Wir wollen grundsätzlich andere Politik machen. Und dieses ganze Projekt hat natürlich jetzt, wie das immer dann so ist, einige Hoffnungen jetzt auch wieder geweckt bei auch einigen radikalen Linken. Die Leute sehen sich ja offensichtlich auch selber in einem im radikal linken Kosmos. Aber man muss dann halt wieder ganz klar sagen: die Leute wollen ja trotzdem wieder einfach eine parlamentarische Partei. Alternative aufbauen. Und allein deswegen ist halt schon wieder grundsätzlich in Frage zu stellen, was die Leute da halt machen, und offensichtlich haben sie dann ja doch nicht tatsächlich gelernt, aus zum Beispiel der Geschichte der Grünen. So, also wenn halt, wenn man halt eins aus der Geschichte der Grünen lernen kann, dann ist es doch, dass, also egal wie breit halt eine, eine linksradikale Perspektive innerhalb einer wirklichen Basispartei aufgebaut ist. Egal wie krass du in den Grundlagen einer Parteistruktur äh, reinschreibst, das ist basisdemokratisch mit Rotationsprinzip und was der Geier, was früher in den, in den Anfangsgrünen alles drin stand, um zu verhindern, dass das Ganze halt einfach nur ein Machtinstrument für, für Herrschaftsinteressen irgendwann mal zukünftig wird. Du kannst damit halt nur scheitern. Also, wenn halt die Grünen von damals gescheitert sind, was ja wirklich das absurdeste Sammelsurium von jedweder linksradikaler Geschichte gibt, die es jemals irgendwo gab, so, dann wird halt auch jeder zukünftige Versuch, es auf die gleiche Art und Weise zu versuchen, scheitern. Darüber hinaus weiß ich nicht, ob, wenn man sich dieses Bild anguckt, das ist jetzt vielleicht etwas ähm, objektivistisch, aber. Ob das jetzt äh, diese Leute, jetzt mal böse gesagt, irgendwie hier die äh, Kaffee Latte-Fraktion eine ernsthafte Chance hat, sich, ähm, Hipster Kaffee -Latte fraktion sich mit den Mächtigen und Reichen ernsthaft anzulegen. Aber ich freue mich natürlich, wenn sie es versuchen. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch. Also ich bin halt natürlich trotzdem gespannt, was jetzt passiert. Also das man immer. Das so. ist man immer bei sowas, <laughs> selbst wenn man schon äh, Indikator hat. Ne? Und im, im, sonst ist das ja hat man vielleicht auch was zum Schmunzeln. Hat ja Marx schon gesagt. Ne? Alle geschichtlichen Ereignisse wiederholen sich zweimal. Einmal als Tragödie über den Grünen und vielleicht dann jetzt einmal als Farce, über wir ein bisschen schmunzeln können. Ja. Gucken wir mal, was wird, was wird. Genau. Ja, in diesem Sinne. Vielleicht noch, noch sagen, kurz, noch, ja. vielleicht noch ganz kurz, Walt äh, Anarchist, warum ist jetzt eine Schwächung der Grünen prinzipiell gut? Ja. Äh, weil sie es geschafft haben, neoliberale Politik als Links zu verkaufen. Ähm, ja, unter anderem deswegen, aber die Schwächung der Regierung ist immer gut. Also halt eine, eine Schwächung von von der, von der aktuellen, aktuellen Regierungspolitik und von den, von den herrschenden, die halt die halt uns regieren, ist immer im, erstmal prinzipiell schon in einem Interesse auch von der anarchistischen Bewegung so. Und diese Leute haben ja über also speziell die, die grüne Jugend hat ja über ganz lange Zeit es halt eben geschafft sehr viele auch linksradikale Jugendliche an sich zu binden zu ziehen und halt Inhalt diese parlamentarische Machtpolitik halt hineinzuwerfen und mit diesen falschen Illusionen halt wirklich eine enorme Menge an Kraft an Energie von der auch rebellischen Jugend zu kanalisieren ja und klar ist jetzt vielleicht dieses was jetzt da entsteht wieder nur eine Erneuerung des Parlamentarismus auf auf lange Sicht und klar schafft das wieder Illusionen aber das erstmal aufzu mehr aufzubrechen und mehr <kühm> Ja, ähm, dann auch speziell so eine grüne Jugend, die Illusion da drin halt erstmal zu zerschlagen, ist doch erstmal was Gutes. Ja, vor allem war es ja auch irgendwo abzusehen, dass es genau zu diesem Moment irgendwann kommen wird. Und das ist ja jetzt eigentlich die Abstrafung, die die Grünen eben für ihre jetzt nochmal besonders auf den ähm, aktuellen Kriegsfall gerichtet einfach ihre aktuelle Politik bekommen, ne, als Regierungspartei. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Grünen als Partei einfach genau das übernommen haben, als die, die Partei eigentlich der radikalen Linken, was die Linke vielleicht noch vorhatte. Zwar gab es auch schon immer ein grünen Milieu, aber mit dem absoluten Abstieg der Partei Die Linke sind ja die Grünen auch die einzige wirklich parlamentarische. Wahlalternative, die es noch für radikale Linke gibt, wenn sie irgendwas wählen wollen, was es über die 5%-Hürde schafft. Und gerade deswegen, wenn die in so einem desaströsen Zustand sind, inhaltlich, ist es halt nochmal besonders gut, wenn es da einfach zu ähm, ja, internen Protest kommt, wie jetzt in diesem Fall. Ähm, selber noch ganz kurz damit wir uns nicht missverstehen du hast ja geschrieben also wenn ich mich von einer Bewegung abgrenze deren Führungsfigur quasi nur noch rechten Kulturkampf fährt wird mir das links sein fast abgesprochen aber wenn die Grünen im Keller sind wird das gefeiert also einmal äh, dir persönlich sp spreche ich erstmal gar nichts ab so weil wir haben ja erstmal grundsätzlich gesprochen das war ja jetzt ja nicht gegen dich persönlich oder, oder so gerichtet was dann was dann eine richtige und falsche Position an der Stelle ist das müsste man, halt vernünftig aus, ausdiskutieren. Ähm, und wir haben ja für nichts mehr halt erstmal gesprochen, als halt zumindest das Ganze nicht halt vor, schnell abzuurteilen, diese ähm, Friedensbewegung, die da im Kontext auch vom BSW entsteht und einfach zu sagen, ähm, ja, im Prinzip sind das alles Putin-Versteher und so weiter und so fort ähm, und sich da halt nicht einfach auf die Propaganda einzulassen, die halt eben... Gegen alles, was halt gerade irgendwie was mit, mit Frieden formuliert, halt ähm, einzulassen. So, das ist äh, das eine. Und das andere, ähm, ja, warum sollten wir jetzt halt nicht feiern, wenn die Grünen im Keller sind? Also, das ist halt einfach. So, da haben halt, da, da haben halt viele, viele Linke, die halt einfach nur noch auf die AfD schielen, ja, und nur noch darüber sprechen, ach ja wenn jetzt halt die Grünen oder die SPD oder irgendwer anderes halt schwächer ähm, wird, dann kommt ja AfD und das ist ja dann noch schlechter und noch schlimmer. Ja, aber das ist halt einfach nicht unsere Position. Also ähm, wir sind halt in der generellen Opposition zu, zu jeder Verwaltung der Herrschaft und ich, ich glaube aber, um noch mal einmal kurz ja. einzugehen, ja. weil jetzt hast du das Thema ja sowieso aufgemacht, dann kann man ja auch kurz darüber reden. Ähm, du gehst, glaube ich, gerade ein bisschen dran vorbei, weil mhm. es wird mhm. schon eigentlich versucht, darüber jetzt die Kritik zu äußern. Wenn du dich darüber freust, warum wird dann beispielsweise beim BSW kritisiert, wenn man sich davon mhm. abgrenzt, würdest du dich auch darüber freuen, wenn das BSW jetzt Wählerstimmen verliert und geschwächt wird. Ja, also wenn, wenn das BSW an der Macht ist und halt äh, eine, in, in, in dieser Herrschaftsposition halt ist, dann natürlich bin ich, bin ich halt auch in der Opposition zu denen. So, also es gibt ja auch selbstverständlich auch von den Grünen halt manche. Regierungsentscheidungen, die halt, die halt sinnvoll waren. So, mir fällt jetzt gerade auf an nichts ein, aber wenn man sich das halt anguckt. <laughs> irgendwas, irgendwas mit Umwelt haben sie bestimmt gemacht. Ja, so. Und das ist, das ist ja keine Frage. Aber halt, wir sehen uns halt erstmal primär in, in der Opposition zu, zu den Mächtigen, zu denen, zu denen, die halt reale Entscheidungsmacht haben. So. Über die ja. muss man halt muss man doch halt ähm, vor, vor allem erst äh, sprechen. Also vielleicht einmal auch so wie Servo, du das da reingesagt hast. Ähm, es stimmt natürlich erstmal, dass eine schwache Regierung uns nicht irgendwie nützt, weil im Endeffekt einfach nur eine Schwächung jetzt der Ampelregierung, da muss man eigentlich nicht mehr viel machen. Diese Regierung hat sich größtenteils selber zerlegt und ist die unbeliebteste Regierung, glaube ich, aktuell aller Zeiten. Das, was darauf folgen wird, ist natürlich, dass einfach Oppositionskräfte dazu gewinnen. Das ist vor allem eben jetzt die CDU, das ist aber auch ähm, AfD und BSW. Und das wird auch das sein, was dann das Machtvakuum der Schwächung der Regierung führen wird. Was glaube ich aber, wo Marian darauf hinaus wollte und wo er auch Recht mit hat, ist, dass erstmal egal, wer in der Regierung ist uns diametral gegenübersteht, weil er eben gegen die Interessen der Arbeiter agiert, weil er auch gegen die Interessen von der revolutionären Bewegung agiert, einfach indem er ja, in dem Rahmen dieser parlamentarischen Politik Politik macht. Da muss er erstmal gar nicht irgendwie was Besonderes für machen, sondern das ist einfach nur in der Führung der Nation, in der Konkurrenz zu anderen Staaten auf der Welt. Und in dem Aufrechterhalten der Konkurrenzgesellschaft und des Kapitalismus im Inneren. Dadurch reicht das ja schon, dass er in der Opposition steht. Und dadurch werden auch seine, die meisten seiner Handlungen eben in der Opposition zu uns stehen. Und wir werden irgendwie sagen, wir haben daran was auszusetzen. Gibt es einzelne Sachen, wo man sagen kann, ey, der macht gerade eine Regierung was Gutes? Absolut. Das kann von den Grünen passieren. Was wir gerade einmal meinten, da gibt es bestimmt gute Sachen. Das kann auch sogar mal von konservativer Seite oder so sein, wenn sie sich dazu entschließen, ey, ähm, wir wollen, was weiß ich, wenn äh, Gauweiler auf einmal ähm, möchte jetzt kein CSU-Bundeskanzler unbedingt, aber wenn der jetzt sagen würde, wir ziehen uns jetzt aus den ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen im Äußeren raus und wir führen einen, sagen wir mal, eigenständigeren ähm, deutschen Kurs weg von Einbindungen in westliche Bündnisse. Das ist ja erstmal was, wo ich dann wahrscheinlich auch sagen würde, ja. Klingt erstmal gut. Gibt es an den Begründungen dafür sehr viel zu kritisieren? Gibt es wahrscheinlich an der Umsetzung viel zu kritisieren? Aber ähm, klingt doch erstmal gut. Und so, glaube ich, muss man da drauf blicken. Und ich würde beispielsweise jetzt auch sagen: Mir geht es auch nicht darum, das BSW irgendwie absolut in Schutz zu nehmen und zu sagen, niemand soll jetzt bitte das BSW kritisieren, bis die irgendwie an der Macht sind oder so. Wenn sich jetzt eine BSW-Jugend irgendwann gründen würde und die würden sagen: Ey, wir haben einige Probleme mit dieser. Ähm, doch immer weiter ins nationalistische Richtung in Politik. Und so viel macht ihr jetzt aber auch nicht an Sozialpolitik und umweltpolitisch sehe ich auch noch nicht so viel Gutes. Und wir wollen jetzt ähm, vielleicht einmal weg vom Zinesumpf, aber wir wollen auch eine vernünftige Sozialpolitik und eine internationale Perspektive. Dann würde ich auch mal sagen, das ist doch eine gute Sache. Das ist doch schön. Und dazu kommt vielleicht noch, dass wir ich glaube, die einer der, der weitreichendsten und intensivsten, also speziell auf einem Podcast-Level, sowieso ähm, Analysen und Kritik vom, vom Bündnis Sarah Wagenknecht ähm, ja in unserem Podcast schon behandelt haben. Also wer da äh, wirklich Interesse daran hat, was wir für eine Position jetzt zum BSW haben und dass wir alles andere als irgendwie ähm, damit halt äh, in einem Kuschelkurs sind oder was weiß ich, ja, und einfach sagen, ja, ist doch toll. Ähm, sondern da, da wirklich auch ein tiefergehendes Verständnis ja davon haben, wie man die zu sehen hat und wie halt eben nicht, dann kann, kann, kann ich euch nur die Folge zum nicht empfehlen und ansonsten noch vielleicht als, als Abschluss noch das, was Schreck dazu geschrieben hat ähm, was ja noch, wenn man jetzt sich die Grünen anguckt, eben mit dazu kommt zu dem, was du gesagt hast, Joshua das hat einfach die Grünen und generell die Regierung ja eine sehr rechte Politik gerade auch machen. Also ähm, die werden ja schon vor, von, von der Rechten vor sich hergetrieben. Und insofern kann man ja noch nicht mal, also noch nicht mal als Mindestmaß, wenn, wenn, wenn man jetzt halt, könnte man ja das noch nicht mal sagen, ja immerhin ähm, probieren sie halt eben irgendwie eine Art von linke Sozialpolitik oder irgendwas in der Art ja noch umzusetzen wofür sie vielleicht mal in Teilen zumindest ähm, gewählt wurden oder so, sieht man ja nicht. So, so viel dazu würde ich sagen. Wir können das jetzt nicht in aller Tiefe ähm, ausdiskutieren. Da haben wir dann nochmal andere Formate für und können wir auch gerne nochmal ähm, darauf zurückkommen. Ja, da Kann man nochmal im kommenden Stream oder wann anders darüber diskutieren. Also sehr gut, da ähm, finden wir bestimmt nochmal einen Rahmen, um da... Ähm, vernünftig äh, nochmal das zu vertiefen und ähm, darüber zu debattieren, weil ja, sonst wird es hier ewig lang ist es ja schon und wir haben noch einen schönen Abschluss, ne? Ja, hast du uns noch irgendwelche spannenden Nachrichten aus der Linken mitgebracht? Jo, hab ich. Ähm, und zwar habe ich, äh, muss ich dieses Mal, was so anarchistische Bewegungen, ähm, schöne Entwicklung angeht, auch ein bisschen aus, ausmisten, weil halt einiges, äh, weil doch einiges interessantes passiert ist. Und äh, beginnen möchte ich mit ein, um mal auch ein bisschen das Spektrum zu erweitern, weil wir natürlich primär über den organisierten Anarchismus, die positiven Entwicklungen äh, und Sachen halt da sprechen. Aber ich fand halt äh, diese autonom anarchistische Aktion eine nette Geschichte. Und zwar hier von ähm, den autonomen Freunden aus äh, Wuppertal. vor allem die nicht aus NRW sind, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, da gibt es ja wirklich noch so eine klassisch autonome Szene, sage ich mal, wo, wo Leute auch noch, die ja, haben Bezug zu dem, was halt vielleicht mal autonome äh, früher mal waren, in Teilen zumindest haben. Und ähm, da gab es halt eben so eine äh, nette ähm, Aktion, äh, so eine kleine direkte Aktion zu so einem, zum diesjährigen Tag der deutschen Einheit, eben wo ja, es dann so ein, ein Zusammenkommen von der, von der örtlichen äh, Politikprominenz und ähm, irgendwelchen ähm, regierungsnahen Leuten halt eben gab. Und da gab es eine nette Aktion hier eben von den äh, Genossinnen, die das Ganze halt eben ein bisschen gestört haben, um da aufmerksam zu machen, speziell auf die Situation von Wohnungslosen. Und ähm, ja, wenn das halt äh, Autonome machen, dann ist das immer, finde ich, eine nette Sache, einfach ein paar Aktionen gegen so ein bisschen Bonzen ärgern. Bin immer gut. <laughs> ähm, dann nochmal was, was ganz anderes, vielleicht auch was, ähm, wo, wo es auch unterschiedliche äh, Meinungen zu gibt. Und zwar gibt es jetzt den, ich glaube, dritten Anlauf einer ähm, anarchistischen, ähm, libertären Plattform innerhalb der Linksjugend also der Jugendorganisation von, von der Linken. Es gab tatsächlich, wie gesagt, schon zwei Anläufe davor, die es jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr gibt. Und jetzt gibt es den, den dritten Anlauf. Die Linksjugend hat ja ziemlich gelitten, also deutlich an, an Stärke schon verloren. Ähm, aber ich finde das erstmal ähm, nicht prinzipiell jetzt irgendwie falsch oder so, sondern erstmal eine ganz nette Idee, wo man halt dann gucken muss, was sich halt ähm, daraus entwickelt, weil die Linksjugend ja trotzdem weiterhin noch immer eine, ähm, ja, eine Jugendorganisation ist, wo es halt ganz oft der einzige linke Akteur ist, der dann auch eine gewisse, schon, eine Deut schon in manchen Teilen auch schon eine deutliche Unabhängigkeit von der Partei auch an sich hat, die dann einfach so linksradikale Jugendgruppen sind, die halt... Dann zu Teilen halt eben ihr Ding machen können und sich dann halt einfach im Linksparteibüro treffen können. Und ja, wenn sich da nicht sind, dann eben zusammenfinden und ähm, dann einen vernünftigen Kurs haben. Und da ist halt auf jeden Fall eine sehr klare, eben, äh, ist mal gute Ausrichtung zu erkennen. Ein sozialistischer Kurs ist das ja eine schöne Sache. Und als ähm, drittes habe ich euch dann noch ein paar ähm, Bilder mitgebracht von dem neuen FAU-Büro in Dresden. Wir hatten schon mal äh, darüber gesprochen, dass äh, die FAU in Dresden halt ein neues äh, Büro eröffnet hat. Aber da hatten wir noch keine Bilder, äh, speziell von drin nicht. Und das wollte ich einmal zeigen, weil ich dann, weil jetzt rumging in der FAU und ich das einfach ein sehr äh, nettes, offen, schönes, gestaltetes äh, Lokal finde. Ähm, auch eine sehr schöne Eingangstür irgendwie so <laughs> und jedenfalls einfach so so finde ich sollten sollten halt mehr ähm, linke Räume und natürlich auch speziell anarchistische und gewerkschaftliche sowieso Räume aussehen das ist auf jeden Fall ein, ein Ort klar ähm, könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr mehr ähm, Farbe vielleicht noch teilweise rein in einem, in einem gestalterischen Sinne aber ein ein Ort, wo, wo ich denke, auch vielleicht einfache ArbeiterInnen sich auch wohlfühlen könnten, da einfach mal rein zu platzen. Bestimmt. <laughs> Schön. Ja, wenn es so ähm, nach außen gerichtet dann auch freundlich und offenes Auftreten gibt, wie einladend dann so eine Räumlichkeit aussieht, dann sind wir mit der radikalen Linken doch vielleicht auch irgendwo an manchen Stellen auf einem guten Weg. Ja, hoffen wir es, hoffen wir es. Hoffen wir es. Ja, bei den Sachen, die alle zwei Wochen wieder bei uns dazu führen, dass wir das Gefühl haben, wir begeben uns in eine kleine existenzielle Krise rund um die radikale Linke und die revolutionäre Bewegung. Jo. Aber man wächst ja auch mit seinen Aufgaben, ne? Absolut. Äh, einfach hoffnungsvoll bleiben. Hoffnungsvoll bleiben. meine, der, der Bektashi-Ordenschaft ist jetzt vielleicht auch zum neuesten, kleinsten Staat der Welt. Also. Können wir bestimmt auch alles erreichen. <laughs> okay, in diesem Sinne würde ich dann sagen, wir sehen uns dann schon diesmal in zwei Tagen. Wieder Richtig? Beim Stream. Man kann und schon mal verraten, worum es gehen wird. Es ja. wird am Mittwoch auf jeden Fall ein Livestream mit Alfred Masur geben. Einen neuen Input von Alfred. Und zwar zum Thema. Der Ökonomie im historischen Nationalsozialismus. Da also haben mal wir auch ein schon ein bisschen hm. damals in der Faschismusfolge drüber geredet, gerade in Bezug eben auf den Strasserismus, aber auch sonst auf die Sozialpolitik und die ökonomische Planung im Nationalsozialismus. Dementsprechend für alle, die das schon mal spannend fanden, sicherlich da interessant, auch nochmal reinzuschauen hm. und mitzudiskutieren. Dann, um das noch kurz abzuschließen, erscheint auch noch diese Woche. Ähm, mein Video zu unserem äh, kleinen Community-Event in, in Dortmund, zu der Halbmarathon-Teilnahme und am Sonntag kommt auch tatsächlich eine neue Übertagefolge äh, zum Thema feministische Mädchenarbeit. Also ein volles Programm und äh, interessante ja, Themen. Ja und in dem Sinne würde ich dann noch sagen, Glück auf und schön, dass ihr alle dabei wart. Glück auf!